Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie hier erschienen sind. Herzlich willkommen. Jeden Tag verhandeln wir unser Zusammenleben neu, im Privaten, im Beruflichen oder auch in der Gesellschaft. In der Stadt, hier in Wuppertal, wird in einem laufenden Prozess verhandeln, wie wir zusammenleben möchten. Jede Generation hat die gleichen Fragen zu beantworten, findet aber unterschiedliche Antworten. Wie teilen wir den öffentlichen Raum auf? Welche Technologien nutzen wir? Wie stark gewichten wir Umweltauswirkungen wie Lärm, Schmutz, Schadstoffausstoß? Und last but not least, wie finanzieren wir das Ganze? Kurz, wie definieren wir eine lebenswerte Stadt? Vor allem die letzte Frage ist für Wuppertal von essentieller Bedeutung. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht betonen. Die Nordbahntrasse hat gezeigt, wie neue Antworten, gute und belebende Impulse in diese von Schulden und Strukturwandel geplagte Stadt tragen können. Die Schwebebahn war ebenso ein Beispiel und ist es noch heute. Eine Antwort auf die Probleme einer dicht bevölkerten Stadt in einem engen Tal. Der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl hat gesagt, zuerst gestalten wir die Stadt, dann prägt sie uns. Das bedeutet, je besser eine Stadt gestaltet wird, desto besser macht sie jeden Einzelnen von uns und unser Zusammenleben. Wir glauben, dass ein solidarisches Bürgerticket unsere Stadt besser machen würde, lebens- und liebenswerter. Wir möchten dies heute Abend mit Ihnen diskutieren. Was ist nun ein solidarisches Bürgerticket? Es bedeutet, dass wir als Gemeinschaft alle zusammen die Kosten des Nahverkehrs tragen. Arbeitgeber, Bürger, Einzelhändler, Gastronomen, alle zusammen und im Gegenzug können alle den Nahverkehr frei nutzen. Eine ÖPNV-Flatrate, ein Semesterticket für alle, Begriffe gibt es dafür viele. Ein funktionierender, gut ausgestatteter und gut genutzter ÖPNV kommt nämlich am Ende der Rechnung allen zugute. Der Attraktivität der Stadt und dem Ziel, unseren Kindern eine nachhaltige und klimafreundliche Stadt zu übergeben. Ich freue mich sehr, dass sich heute ein großer Kreis zusammengefunden hat, um diese Veranstaltung zu planen und zu realisieren. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei ProBahn Bergisch Land, dem VCD Regionalverband Bergisch Land, dem Kreisverband der Linken, der Ratsfraktion der Grünen, der Landtagsfraktion der Piraten und dem Bündnis Unsere Stadtwerke, dem ich angehöre. Dank gilt auch der Volkshochschule, die uns Raum und Technik und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat. Dank gilt natürlich auch den Diskutanten. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nun die wunderbare Kathi Klappert vorstellen, die die Debatte moderieren wird. Kannst ja schon mal raufkommen. Wir werden einsteigen mit einem kurzen Impulsvortrag von Gregor Waluga, damit wir was zu diskutieren haben und nicht im luftleeren Raum agieren. Und anschließend wäre es schön, wenn wir zusammen gemeinsam diskutieren. Das heißt, auch Sie werden die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen oder auch Statements abzugeben. Ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ich freue mich auch auf einen spannenden Abend mit hoffentlich sehr guten Diskussionen. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Sie haben, glaube ich, alle auf Ihrem Platz eine Übersicht bekommen über das, was hier heute Abend passiert. Auf der Rückseite davon haben Sie ganz viel Platz für Notizen. Das heißt, wenn Sie zwischendrin Fragen haben oder Ideen und Anregungen, schreiben Sie die einfach auf, damit Sie sie bis zum Ende nicht vergessen und sie hinterher einbringen können. Um nicht noch mehr Zeit zu vergeuden, möchte ich jetzt mit dem ersten Beitrag anfangen. Unser erster Referent ist Gregor Waluga. Gregor Waluga ist seit 2010 Promotionsstipendiant und Doktorand am Wuppertal-Institut und dort am Promotionskolleg Nachhaltigkeitsszenarien und zukunftsfähige Stadtentwicklung angesiedelt. Zudem ist er Referent im Rahmen einer Enquete-Kommission, die da heißt Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personalverkehrs in NRW im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels im Landtag NRW. Seine Dissertation steht kurz vor dem Abschluss. Bitte einen Applaus für Gregor Waluga. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, jeder kann mich verstehen. Vielen Dank auch, dass Sie alle hier so zahlreich erschienen sind. Das zeigt mir, dass dieses Thema auf großes Interesse stößt. Mir war aber auch bewusst, als ich vor 5 Jahren damit angefangen habe, mich mit diesem Thema zu befassen, dass es durchaus kontrovers zugehen kann bei der Diskussion, dass es auch politischen Sprengstoff enthalten kann. Aber dennoch ist es wichtig, aus wissenschaftlicher Sicht, sich mit diesem Thema und vor allem mit alternativen Finanzierungsformen des ÖPNV zu befassen. Ich werde Ihnen kurz erläutern, welche Vorteile ein Bürgerticket hätte. Und ich werde Ihnen dann kurz berichten, was das Ergebnis eines kleinen Mobilitätsexperimentes war, das ich hier in Wuppertal durchgeführt habe. Danach werde ich Ergebnisse der Modellrechnung mit dem Modellraum Wuppertal präsentieren. Ja, zunächst einmal, wie sollten wir uns mit diesem Bürgerticket befassen? Da ist zum einen zu nennen der Klimaschutz und das sogenannte 2-Grad-Ziel. Denn wir alle haben das Ziel, bis zum Jahr 2050 den CO2-Ausstoß um 80% zu senken. Ein ganz besonderer Emittent ist natürlich auch der Verkehr, und das Automobil hat einen Anteil von 70% an den Emissionen, CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Und das heißt, genau da müssen wir auch ansetzen. Natürlich stößt das Auto auch viele Stickoxide, Feinstäube aus. Es ist schädlich, oder im Rahmen des Ressourcenschutzes sollte man natürlich auch auf Autos oder den Autobau verzichten und auf den Flächenbedarf. Ein weiteres Feld ist natürlich der demografische Wandel. Es werden weniger Leute älter, die Gesellschaft wird bunter mit unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen. Zudem wird es einen Gegensatz zwischen Stadt und Land geben. Und das alles wird münden in besonderen Anforderungen an den ÖPNV und einen natürlichen Ausgleich im Sinne der Daseinsvorsorge, also der Anbindung, der adäquaten Anbindung der Bevölkerung an zentrale Funktionen. Bin ich zu nah? Genau. Es zeigt sich also aufgrund dieser Anforderung, dass wir eigentlich mehr ÖPNV brauchen, aber die Finanzierungsgrundlagen relativ fehlen. Wir haben eine marode Verkehrsinfrastruktur. Es ist ein großer Erneuerungsbedarf angefallen mittlerweile. Wir haben kommunale Haushalte, die klamm sind. Das heißt, es wird eher zu einer Kürzung des ÖPNV-Angebotes kommen. Wir brauchen aber eine Ausweitung. Und man muss auch dazu sagen oder immer im Hinterkopf behalten, dass 2/3 des ÖPNV mittlerweile durch öffentliche Gelder gestützt werden. Wir brauchen also eine gute, solide Finanzierungsbasis in Zukunft. Sie soll gesichert sein für ein besseres Angebot. Gleichzeitig sollte diese Finanzierungsform auch leisten, dass der ÖPNV wieder verstärkt in das Bewusstsein der Menschen gebracht wird. Und das ist meiner Meinung nach möglich, wenn auch die tariflichen Zugangsbarrieren fallen. Das heißt, diese Anforderungen, die ich eben genannt habe, könnten durch eine Umlagefinanzierung durch das Bürgerticket geleistet werden. Ich möchte Ihnen anhand von 3 Beispielen kurz erläutern, wie denn ein Bürgerticket auf das Verkehrsmittelwahlverhalten wirkt. Da ist zum einen zu nennen die sogenannte Low-Cost-Theorie, die besagt, dass sich Menschen stets für die günstigste Verhaltensoption entscheiden. Günstig heißt ja aber nicht, dass lediglich die monetären Kosten in diesen Abwägungsprozess hinein oder berücksichtigt werden, sondern auch sogenannte Transaktions- und Opportunitätskosten, was jetzt heißt, dass die Zeitkosten, also wie lange bin ich mit dem Verkehrsmittel unterwegs, ist das Verkehrsmittel bequem und bin ich auch flexibel unterwegs. Das alles fließt in den Entscheidungsprozess ein, und das zeigt oder versucht diese Grafik zu verdeutlichen. Mit einem Bürgerticket auf der rechten Seite würde dazu führen, dass die Kosten nicht mehr so stark wahrgenommen werden und sich auch der Fahrgast damit abfindet, dass der ÖPNV eben auch langsamer ist oder unflexibler oder unbequemer. Insgesamt würde es zu einer verstärkteren ÖPNV-Nutzung führen. Damit verwandt
ist auch dieser sogenannte Nudge-Effekt, also dieser Schubseffekt. Der Mensch braucht nämlich immer einen kleinen Schubser, um sich unbewusst richtig zu verhalten. Interessant an diesem Nudge-Effekt ist, dass es keinerlei Verbote gibt. Das heißt, es ist eigentlich auch eine hohe Akzeptanz damit verbunden. Ein Beispiel möchte ich einmal nennen, die Obsttheke in der Mensa zum Beispiel. Wenn, also es wurde empirisch bewiesen, dass wenn zum Beispiel das Obst vorgelagert ist vor dem Pudding, da wird das Obst signifikant häufiger gegessen. Also das sind so kleine Bausteine, die dazu führen, dass sich das Verhalten, das menschliche Verhalten auch ändert. Weiterhin gibt es einen Flatrate-Bias, und zwar werden vereinzelte Zahlungen so aufgefasst, also die werden ungern getätigt, also man denke immer an an die Lösung des Fahrscheins, wenn man den Bus betritt. Häufig werden auch einmalige Zahlungen, das heißt Zahlungen am Monatsanfang, vergessen. Das heißt, man konsumiert im Rest des Monats so, als wenn es kostenlos wäre. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Selbstdisziplinierungseffekt. Man kann das umschreiben mit, ich habe gezahlt, also will ich es auch nutzen. Das heißt, der Zahlungsvorgang, der einmalige Zahlungsvorgang, könnte auch dazu führen, dass man dazu ermutigt ist, dieses Konsumgut öfters zu nutzen. Natürlicher Vorteil der Flatrates ist es natürlich, dass die Kosten gedeckelt sind und beim Tarifsystem entfällt natürlich der Vergleich von Tarifen. Und ob diese Annahmen auch tatsächlich in der Praxis zutreffen, wollte ich experimentell überprüfen. Ich habe nämlich ein kleines Mobilitätsexperiment gemacht hier in Wuppertal und möchte mich an dieser Stelle auch bei der WSW bedanken, die mich dabei unterstützt hat. Und zwar die Anforderung an das Experiment war die Simulation einer Solidarfinanzierung, das heißt, es ist eine echte Zahlung von einer Gruppe, die schon zuvor bestanden haben muss, getätigt worden. Das heißt, ich bin zu den Gruppen gegangen, habe gesagt, hier, ihr müsst das als geschlossene Gruppe abnehmen, dieses Ticket. Eine weitere Anforderung an das Experiment war die Simulation voller Wahlfreiheit. Das heißt, die Leute haben lediglich dieses Ticket bekommen, konnten es nutzen, mussten es aber nicht nutzen. Das heißt, sie konnten auch nach wie vor das Auto benutzen. Also das ist kein Zwang gewesen in dem Sinne. Ich wollte aber auch die Normalität in Anführungsstrichen simulieren. Das heißt, ich wollte keinen engen Aktionszeitraum von einer Woche oder einem Monat, sondern ich habe das Experiment auf einem längeren Zeitraum von 3 Monaten gemacht. Vorteil gegenüber einem Fragebogen war, dass diese reine Absichtsbekundung weggefallen ist. Wenn ich mich in der Fußgängerzone hingestellt hätte und gefragt hätte, möchten Sie fahrscheinlosen ÖPNV oder sogar kostenlosen ÖPNV, würde die Stichprobe sehr verzerrt werden und viele hätten gesagt, ja klar, möchte ich, aber letztendlich wären sie nicht dazu bereit gewesen, möglicherweise auch dafür zu zahlen. Auch musste ich nicht dieses Solidarprinzip erklären. Das heißt, bei einem Fragebogen hätte eine kognitive Überlastung stattgefunden. Vorteil gegenüber dem Fragebogen war natürlich auch, dass ich eine Vorher-Nachher-Befragung machen konnte. So, letztendlich mussten die Probanden 27 Euro im Monat bezahlen. Das war die Hälfte des Abo-Preises hier in Wuppertal, damals 2012, als ich dieses Experiment gemacht habe. Anforderung war, dass die Gruppen natürlich vorher bestehen mussten. Ich habe ganz viele Vereine angeschrieben, alle, die auf der Wuppertaler Stadtseite waren. Die IHK hat mich unterstützt, VHS hat mich unterstützt, die Uni Wuppertal, alle haben Rundmails geschickt. Auch die Wuppertaler Rundschau hat berichtet. Und letztendlich konnte ich 3 Gruppen davon überzeugen, an diesem Experiment teilzunehmen. Letztendlich konnte ich 3 Gruppen gewinnen.
mit einer Stichprobe von 14 Leuten. Natürlich waren in diesen Gruppen auch Leute, die bereits ein Abo hatten. Das heißt, im Endeffekt hatte ich nur eine Stichprobe von 10 Personen. Das klingt jetzt wenig. Das klingt jetzt natürlich wenig. Oh Gott, was kann man da jetzt aussagen? Aber natürlich kann man dadurch Tendenzen gewinnen. Ich habe im Anschluss auch natürlich auch eine Gruppendiskussion gemacht, wo ich dann die Leute konkret mit der Idee des Bürgertickets konfrontieren konnte. Sie sehen hier die Ergebnisse der Vorher-Nachher-Befragung im Sinne der Stichprobe. Eine Stichtagsbefragung war das. Sie sehen, dass die Nutzung des PKW deutlich zurückgegangen ist. Stattdessen wurde signifikant häufiger der ÖPNV genutzt. Dann hatte ich eine Abfrage gemacht, weil ja oft gesagt wird, oh Gott, der fahrscheinlose Nahverkehr würde dazu führen, dass die Leute wie bekloppt herumfahren. Und das ist zu einer sinnlosen ÖPNV-Nutzung führen könnte. Das konnte ich so nicht erkennen. Und zwar haben sich die meisten Leute natürlich vorgenommen, das Ticket auszunutzen. Sie wollten etwas für ihr gezahltes Geld haben, haben es letztendlich dann doch nicht getan. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass es keinen oder wenig unnötigen Verkehr gab. Also es gab definitiv keine Übernutzung. Dann hatte ich die Leute gefragt, wäret ihr überhaupt bereit, sowas dauerhaft abzunehmen? Also wäret ihr bereit, ein Jahr zu denselben Konditionen an diesem Experiment teilzunehmen? Und fast alle haben gesagt, ja klar, wir würden das gerne machen und wir würden es nicht als Zwang empfinden. Übrigens waren die meisten Leute dagegen, dass ÖPNV kostenlos sein soll. Man kann also sagen, die Bevölkerung steht durchaus der Bürgerticket-Idee offen gegenüber. Letztendlich mündeten diese Erkenntnisse, aber auch eine breite Literaturanalyse, also Analyse von Analogien wie Semesterticket und so weiter, in eine Modellrechnung. Ich wollte nämlich wissen, wie ist das Klimaschutzpotenzial, was bringt denn ein Bürgerticket für Wuppertal für den Klimaschutz und letztendlich, was vielleicht jeden interessiert, was würde es denn letztendlich kosten? Ich habe Ihnen hier aufgetragen, die CO2-Emissionen bis 2050, und zwar, man muss natürlich beachten, dass sich die Technik verbessert, das heißt, die Motoren werden effizienter, sie stoßen nicht mehr so viele Schadstoffe aus und das Verkehrsmittelwahlverhalten oder das generelle Verkehrsverhalten ändert sich natürlich. Das führte letztendlich zu diesem Referenzszenario mit einem abnehmenden Verlauf. Letztendlich habe ich dann auch noch eingefügt das Szenario, darauf aufbauend ab 2020, das Szenario Bürgerticket Wuppertal. Und ich stelle Ihnen diese B-Linie vor, also relativ konservative Annahmen, die durchaus plausibel erscheinen. Und zwar waren meine Annahmen eine geschätzte Verkehrsverlagerung auf den ÖPNV von 20% des Modal Splits, also des Anteils am Gesamtverkehr vom ÖPNV. Letztendlich entspricht das einer Verdoppelung des ÖPNV-Verkehrsaufwandes gegenüber heute. Im Übrigen hat sich die ÖPNV-Zukunftskommission NRW dafür ausgesprochen, dass der ÖPNV verdoppelt werden sollte im Land. Also das heißt, das ist kein abwegiges Szenario. Letztendlich muss man auch wissen, dass die Verlagerung des PKW-Verkehrs 1:1 auf den ÖPNV erfolgt. Das heißt, die Leute ändern ihre Zielwahl nicht. Das heißt, alles, was ich jetzt im PKW-Verkehr zurücklege, werde ich in Zukunft mit dem ÖPNV zurücklegen. Die Ergebnisse im Klimabereich waren, dass die CO2-Emissionen jährlich um 15% gegenüber dem Trendszenario niedriger sind. Das entspricht einer jährlichen Ersparnis von 32.000 Tonnen pro Jahr. Feinstaub ist ziemlich relevant, auch hier im Tal
von Wuppertal jährlich 14% weniger Emissionen. Dann wollte ich natürlich auch wissen, was würde denn so ein Bürgerticket kosten? Und das war natürlich nicht ganz einfach, das zu berechnen. Aktuell finanziert sich der kommunale ÖPNV durch Subventionen. Das ist unten, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Aktuell finanziert sich der kommunale ÖPNV grob gesagt durch Subventionen, durch den kommunalen Querverbund, also durch die Gewinne aus dem Energiebereich des Konzerns und durch Fahrgeldeinnahme. Dann muss man natürlich beachten, dass mehr Leute auf den ÖPNV kommen. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich 20% mehr annehme, Modal Split. Und dieser Mehrbedarf muss natürlich einkalkuliert werden in den Kosten. Und dann kann ich immer noch sagen, was will ich denn überhaupt finanzieren oder umlegen auf alle Personen? Lege ich nur die Fahrgeldeinnahmen um auf die Personen? Lege ich auch den Querverbund um? Also verzichte ich auf die Einnahmen durch die Energiesparte? Oder möchte ich komplett auch die Subventionen rausschmeißen aus dieser aktuellen Finanzierung? Letztendlich habe ich ein Szenario gewählt, das stelle ich Ihnen jetzt vor, dass alle Betriebskosten inklusive dem Mehrverkehr umgelegt werden auf die Bürger. Wuppertal bleibt weiterhin auch im VR erhalten, damit es keine Schnittstellenproblematik gibt. Das heißt, das Vertriebssystem bleibt auch weiterhin erhalten. Ich verzichte nicht auf diese Subventionierung des Ausbildungsverkehrs und so weiter, die ganzen Finanzierungsstränge. Und was ich auch angenommen habe, weil das durchaus kontrovers diskutiert wird und die Einnahmen aus der Energiesparte sowieso sehr gefährdet sind, habe ich angenommen, okay, wir verzichten auf die Querverbundfinanzierung. Letztendlich habe ich dann folgende Zahlen erhalten, für 2020 wohlgemerkt. Wenn ich ein Bürgerticket für alle Beschäftigten oder für alle Personen nur durch Beschäftigte finanzieren würde, also alle Erwerbstätigen, alle Rentner und auch der Mobilitätssatz von Hartz IV würde eingepreist werden, würde mich das Bürgerticket 59 € bis 66 € pro Monat kosten. Wenn ich annehme, dass alle Personen über 18 Jahre so ein Bürgerticket bezahlen müssten, wären das 46 bis 51 € im Monat. Wenn alle Haushalte ein solches Bürgerticket bezahlen müssten, das ist gut vergleichbar mit dem Rundfunkbeitrag, würde mich das 69 € bis 78 € pro Monat kosten. Sie sehen also, der ÖPNV kostet was. Also es ist, man kann nicht sagen, es ist ein kostenloser Nahverkehr oder sonst irgendwas. Aber ich hoffe, Sie sehen auch das hohe individuelle Sparpotenzial, das hier geboten wird, wenn man auf den privaten PKW verzichtet, der laut ADAC-Tabelle durchaus für einen Kleinwagen 350 € aufwärts kosten kann. Ich habe dennoch auch eine Modellrechnung gemacht, inklusive Querverbund. Das heißt, was wäre, wenn weiterhin die Energiesteuereinnahmen zur Finanzierung des ÖPNV verwendet werden würden. Das sind momentan ungefähr 45 Millionen im Jahr. Dann komme ich auch auf deutlich niedrigere Zahlen. Wie gesagt, man kann natürlich diskutieren, was ich letztendlich umlegen möchte auf die Bürger. Die Erkenntnisse aus dem Experiment, das Bürgerticket führt zu einer vermehrten ÖPNV-Nutzung und zu weniger Autonutzung. Das genauere Potenzial ist natürlich auch schwer abschätzbar, denn es gibt keine Kommune, die bisher sowas tatsächlich umgesetzt hat. Letztendlich hängen ja auch davon von der Nutzung die Kosten ab. Die verpflichtende Zahlung ist ein Anreiz zur ÖPNV-Nutzung, auch wenn die eigene Nutzung überschätzt wird. Bei dem Experiment war eine Zahlungsbereitschaft von 40 € für Wuppertal pro Monat vorstellbar von den Probanden. Und die Modellrechnung hat natürlich auch gezeigt, dass das Bürgerticket einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
und die Bevölkerung scheint offen dieser Idee gegenüber zu sein. Letztendlich wird es notwendig sein, sachlich zu diskutieren. Wir brauchen alternative Finanzierungsinstrumente für den ÖPNV, egal ob die Politik das einsieht oder nicht. Wir müssen darüber diskutieren, ob es letztendlich das Bürgerticket sein wird, bleibt Abwägungssache. Letztendlich muss man auch wissen, was soll finanziert werden, wer zahlt zusätzlich dazu, also müsste auch eine Drittnutzerfinanzierung, also durch Firmen oder Hoteliers oder sonst irgendwas erfolgen, die indirekt vom ÖPNV profitieren. Und auch, wo soll ein Bürgerticket gelten? Soll es nur in Wuppertal gelten? Das bildet nicht alle Aktionsräume ab. Soll es eher kreisweit gelten oder soll es gleich im ganzen Land oder bundesweit gelten? Und es gibt viel weiteren Forschungsbedarf. Vielen Dank. Und eine Publikation von mir oder zwei Publikationen von mir finden Sie auch auf der Seite des Wuppertal-Instituts. Vielen Dank. Hören Sie mich noch? Ja, geht wieder. Vielen Dank. Ich würde dann die restlichen Teilnehmer des Podiums auch zu mir nach oben bitten. Dann können wir direkt losstarten. Mikro möchte nicht ganz so wie ich. Bevor wir anfangen, vielleicht noch der kleine Hinweis für alle, die es noch nicht bemerkt haben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und soll hinterher online gestellt werden. Also wenn jemand irgendwie ein ganz großes Problem damit hat, möge er sich nach der Veranstaltung bei uns melden. So, ich werde Ihnen jetzt kurz die Dame und die Herren, die hier mit mir sitzen, vorstellen. Zu meiner Rechten Irene Schlünder, die als Rechtsanwältin in Berlin arbeitet und in ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik ein DIFU-Paper veröffentlicht hat, das den Titel trägt Finanzierung des ÖPNV durch Beiträge. Ist das Beitragsmodell eine Handlungsoption zur Finanzierung des ÖPNV-Betriebs? Ganz außen zu meiner Linken sitzt Frank Meyer, Beigeordneter der Stadt Wuppertal und nebenher auch noch unter anderem in den Ausschüssen für Verkehr, für Umwelt, für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen. Und dann ganz nebenher noch ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Regiobahn GmbH. Ihnen wahrscheinlich allen bekannt, Dietmar Bell zu meiner Linken, der nicht nur Abgeordneter des Landtags NRW und Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Wuppertal ist, sondern auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wuppertaler Stadtwerke. Gregor Waluga kennen Sie ja schon. Und ganz rechts sitzt Professor Dr. Oskar Reuter, der wissenschaftliche Mitarbeiter am Wuppertal-Institut ist und sich dort auch um das Doktorandenprogramm kümmert, in dem Gregor Waluga seine Promotion schreibt. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Raumplanung. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich würde vielleicht direkt noch mit einer Anschlussfrage an Herrn Waluga starten, passend zu seinem Vortrag. Sie werden ja schon häufiger Vorträge zu dem Thema gehalten haben und ich bin mir sicher, dass eine Frage, die Ihnen sehr häufig gestellt wurde, die nach dem Warum war. Warum sollte ich für ein Bürgerticket bezahlen, wenn ich doch ein Auto habe, das ganz im Gegensatz zu der nächsten Bushaltestelle direkt vor meiner Tür steht? Was antworten Sie da? Ich antworte, dass man eigentlich jetzt schon für den ÖPNV bezahlt und das nicht zu knapp durch Steuern. Und letztendlich ich immer noch dazu verpflichtet bin, Fahrgeld zu bezahlen beim Eintritt
in den ÖPNV. Und auf die Frage hin, dass die Anbindung an der Haltestelle schlecht sei. Ich habe hoffentlich auch deutlich gemacht, dass sich das ÖPNV-Angebot verdoppelt. Das heißt, da wo ein 30-Minuten-Takt beispielsweise besteht, wird es in Zukunft einen viel besseren Takt geben. Und ich denke mal, das ist eine faire Gegenleistung. Vielen Dank. Für einen solchen Beitrag, ja. Sehr schön. Dann kümmern wir uns vielleicht direkt um den rechtlichen Rahmen, weil es garantiert auch ganz häufig heißt, ja, das ist ja rechtlich überhaupt nicht möglich. Wie soll das denn laufen? Frau Schlünder, vielleicht möchten Sie vielleicht erstmal was zu dem besagten DIFO-Papier erzählen, das ich gerade erwähnt habe. Worum geht es da genau und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Es ist ungefähr 3 Jahre her, dass am DIFO sich eine sehr kleine Gruppe zusammengefunden hat von Forschern, Wissenschaftlern und in etwa auf der Grundlage, die jetzt sehr schön nochmal von Herrn Waluga zusammengefasst worden ist und auch nochmal besser und besser belegt, überzeugend dargestellt wurde, die uns mehr oder weniger aus Einzelbeiträgen entgegenlachte, nämlich, dass der ÖPNV ganz dringend alternative Finanzierungsgrundlagen braucht und wir darüber nachdenken müssten. Nun ist es oft in der Diskussion so gewesen, dass immer relativ schnell vorgebracht wurde, ja, wäre ja schön, aber geht ja eigentlich alles nicht. Da fühlt man sich als Jurist natürlich berufen, die Dinge näher zu beleuchten und genau dieser Frage auf den Grund zu gehen. Nun bin ich sowieso am DIFU schon spezialisiert gewesen auf Kommunalwirtschaftsrecht und Kommunalfinanzen und hatte im Rahmen von Straßenbeiträgen verschiedener Art mit Beiträgen zu tun. Es war auch vorgelagert, vor dieser Veröffentlichung war auch schon ein Beitrag über Straßenausbaubeiträge, was ja eine viel selbstverständliche Beitragsart ist, als wenn man jetzt den ÖPNV ins Visier nimmt. Und ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte, gut, da muss man mal was drüber schreiben und muss sich die Dinge mal angucken. Und wir haben dann angefangen zusammenzutragen, was gibt es denn schon an alternativen Möglichkeiten und haben uns einfach die Landschaft mal angeguckt. Vielleicht einen ganz kleinen Schlenker, nur damit klar ist, worüber wir reden bei Beiträgen. Es gibt im Grunde genommen einen abgeschlossenen Kanon von öffentlich-rechtlichen, ich sage es jetzt mal, Zwangsabgaben. Die Steuer kennen Sie alle. Und dann gibt es darüber hinaus noch die Gebühr und den Beitrag. Die Gebühr kennen Sie auch alle, wenn Sie sich zum Beispiel einen neuen Pass ausstellen lassen, da bezahlen Sie direkt für die Gegenleistung. Der Beitrag ist praktisch die dritte Möglichkeit, den einzelnen Bürger unfreiwillig, wenn man so möchte, zu belasten mit einem gewissen Geldbetrag. Der Unterschied zur Gebühr besteht darin, dass Sie beim Beitrag nicht für eine ganz konkrete Gegenleistung bezahlen, die Sie auch in Anspruch nehmen, sondern einen Beitrag, wie es so schön heißt, leisten für die Errichtung und zum Teil auch, wie man beim Rundfunkbeitrag sieht, für die Unterhaltung und Dauerfinanzierung eines Angebotes, das Sie in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. So viel zur Wahlfreiheit der Inanspruchnahme. Die Steuer ist das andere Extrem, da bezahlen Sie einfach und ja, einfach als Beitrag zur Gesellschaft, in der Sie leben, ohne weder eine konkrete Leistung zu erhalten, noch die Möglichkeit. So, jetzt ist der Beitrag natürlich gerade darum ein sehr geeignetes rechtliches Instrument, ein rechtlicher Rahmen, um so etwas wie ein Bürgerticket rechtlich auf gesunde Füße zu stellen. Und nachdem wir also zusammengetragen hatten, wo auch Beiträge schon im Rahmen von ÖPNV-Finanzierungen heute bezahlt werden, und zwar ist das ein ganz bekanntes Semesterticket, was ein klassischer Beitrag ist, weil auch der einzelne Student sich da eben nicht entscheiden kann, sondern die Gesamtstudentenschaft herangezogen wird aufgrund von gesetzlicher Grundlage und aber auch meistens aufgrund von Abstimmung innerhalb der Universität. Das heißt, die Mehrheit entscheidet und die Minderheit muss mitbezahlen, auch wenn sie selber es weder nutzen möchte noch eigentlich bezahlen möchte. Dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten im Rahmen von Kurtaxen, im Rahmen von Beiträgen in Tourismusgebieten, die dann über, sag ich mal, Hotelbetriebe erhoben werden. Das ist auch keine Bettensteuer, sondern ich rede dann auch wirklich vom Beitrag.
Vielleicht ganz knapp beleuchtet nochmal, was ist der Vorteil eigentlich vom Beitrag gegenüber einer Steuer? Der Beitrag ist deswegen so interessant für den ÖPNV, weil die Gelder getrennt geführt werden und eben auch für Investitionen auch mal angespart werden können. Also und auch berechenbar sind von der Höhe. Und sie stehen dann auch jenseits des, sag ich mal, täglichen politischen Kampfes. Ja, Verkehrsbetriebe können mit diesem Betrag rechnen, können langfristig planen und das ist ja auch eines der großen Probleme, was wir in der ÖPNV-Finanzierung haben, dass man immer so ein bisschen von der Hand in den Mund lebt und eigentlich nicht wirklich langfristig planen kann. Ja, das ist der Rahmen, dem Ergebnis, zu dem wir gekommen sind und ich jetzt aus der rechtlichen Perspektive, ist, dass aus meiner Sicht es kein wirkliches stichhaltiges Argument dagegen gibt. Allerdings muss natürlich die gesetzliche Lage entsprechend angepasst werden. Und das geht dann wieder der Ball geht an die Politik zurück. Die einzige Schranke für den Gesetzgeber wäre das Verfassungsrecht. Das wird auch immer mal wieder vorgebracht. Ich selber komme aus dem Verfassungsrecht, aus dem vor allem Gleichheitsrecht. Und muss sagen, da wird sehr schnell die Keule geschwungen der Verfassungswidrigkeit. Wenn wir uns mal den Rundfunkbeitrag angucken, der im Übrigen immer ein Beitrag war, auch als er noch Gebühr hieß, da muss ich sagen, dann hat das Bundesverfassungsgericht da in der Vergangenheit den Rahmen sehr weit gesteckt. Auch Straßenausbaubeiträge sind ja heute nicht mehr nur beschränkt auf die konkreten Anlieger einer Straße. Auch da hat man den Rahmen weiter gezogen. Also ich persönlich habe kaum Bedenken, dass man bei entsprechend sinnvoller Ausgestaltung gesetzlicher solche Beiträge einführen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon lange Zeit in Anspruchnahme ist. Ich warte auf Ihr Stoppzeichen. Man muss allerdings, Sie hatten mir ja zur Vorbereitung auch schon die Frage vorgelegt, man muss sich natürlich in jedem Land, also die gesetzliche Lage muss in der Regel auf Bundeslandebene angepasst werden. Dort kommen vor allem die Kommunalabgabengesetze, Kommunalordnung in Frage. Man könnte es auch natürlich in verkehrliche Gesetze mit reinschreiben. Ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, wo es genau drin steht, aber es sollte landesgesetzlich geregelt sein. Wir haben uns nicht alle Landesgesetze jetzt aktuell angucken können, die ändern sich ja auch immer wieder. Es ist aber wohl so, dass die meisten fürs Bürgerticket in der wirklich klassischen Form anpassungsbedürftig wären. Allerdings auf jetziger Grundlage könnte man schon über gewisse Ansätze von Beiträgen jetzt jenseits dieses Bürgerticket-Modells nachdenken. Jetzt zum Beispiel NRW habe ich noch mal kurz reingeguckt, § 8 Kommunalabgabengesetz, sind Beiträge zulässig für öffentliche Einrichtungen, wo drunter auch Verkehrsbetriebe fallen können, steht nicht im Gesetz, aber ist eigentlich relativ unumstritten. Allerdings nur für die Errichtung und der Kreis der Abgabepflichtigen ist begrenzt auf Grundstückseigentümer und aber auch Gewerbetreibende. So müsste man dort also den Kreis der Abgabepflichtigen erweitern und man müsste auch den Zweck erweitern. Interessant ist, dass da der Straßenverkehr privilegiert ist. Die Straßenausbaubeiträge, also auch etwas über die einmalige Errichtung hinaus, ist dort vorgesehen, aber für den ÖPNV gibt es solche Privilegierungsklauseln nicht. Ich denke, das schreit förmlich nach Änderung. Gut, dann gehen wir doch direkt mal zu Herrn Bell und schauen uns an, wie läuft das in Wuppertal. Sie haben ja einen ganz guten Einblick dahin, was beim ÖPNV im Moment ganz gut läuft und wahrscheinlich auch dahingehend, was der ÖPNV für Wuppertal eigentlich leistet. Wie sehen Sie das? Wie läuft es jetzt? Was leistet der ÖPNV im Moment gerade für Wuppertal und wo geht die Reise in Zukunft hin? Nun ja, also der ÖPNV leistet für Wuppertal aus meiner Wahrnehmung, und ich bin selber Nutzer des ÖPNVs, einen hervorragenden Beitrag zur Bewältigung der verkehrlichen Lasten in dieser Stadt. Der ist von der Versorgungsquote auch im Vergleich hier in Nordrhein-Westfalen immer noch mit federführend. Wir haben viele Angebote, die in anderen Kommunen nicht aufrechterhalten werden. Wir werden in den nächsten Jahren auch zusätzliche Angebote bekommen. Stichwort Ausbau der Regiobahn, eine der ersten Maßnahmen, die die Landesregierung im Bereich schienengebundener Nahverkehr entsprechend nach Wuppertal vergeben hat. Wir diskutieren gerade auf Anregung ja von ProBahn auch die Frage einer Erweiterung des Angebotes in der Stadt über eine Seilbahn. Ist im Projekt Wuppertal 2025 entsprechend ja auch aufgelistet. Die Machbarkeit ist in der entsprechenden abschließenden Bewertung, um
die Universität und das Schulzentrum Süd vom Döppersberg aus in der Perspektive mit einem neuen Verkehrskonzept bedienen zu können. Das heißt, der ÖPNV ist hier im Wandel, auch positiv im Wandel. Allerdings, und deswegen will ich das, was Sie gesagt haben, ausdrücklich unterstützen. Wir brauchen eine grundlegende Debatte über die Finanzierung des ÖPNVs, weil seit Jahrzehnten bekannt ist, dass wir Infrastruktur im ÖPNV vernachlässigen. Wuppertal ist davon nicht so stark betroffen, weil wir Gott sei Dank die Schwebebahninfrastruktur gerade saniert haben mit 450 Millionen Euro Gesamtvolumen. Aber wenn wir uns im Land umschauen, wissen wir, dass im Grunde Riesenbeiträge anstehen, um zum Beispiel die U-Bahnen, die in den 70er Jahren erbaut worden sind, im Grunde intakt zu setzen. Das sind Riesensummen, die da entsprechend auch gehandelt werden. Und die jetzige ÖPNV-Finanzierung ist gerade im Bereich der Infrastrukturfinanzierung nicht ausreichend. Und das Zweite ist, auch das ist angesprochen worden, ich würde nicht sagen, dass der kommunale Querverbund wackelt. Ne? Aber natürlich ist vor dem Hintergrund der Veränderung im Bereich der Geschäftsmodelle kommunaler Stadtwerke die Situation so, dass die Selbstverständlichkeit auch in Wuppertal, dass über Jahrzehnte es eine Garantie gab, dass der ÖPNV aus den Erträgen der Wuppertaler Stadtwerke, übrigens nicht nur Energie, sondern wenn wir nicht so breit aufgestellt wären, wie das Unternehmen aufgestellt wäre, wären wir jetzt schon in einer ganz anderen Situation. Diese Situation wird schwieriger werden vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt, Wassermarkt und anderen Fragen. Insoweit macht es Sinn, die Diskussion offen zu führen. Ich habe da überhaupt kein Denkverbot. Für mich sind das Fragen von Akzeptanz. Es sind auch Fragen einer, sage ich mal, qualitativ hochwertigen Debatte, weil das ist so, wie Sie beschreiben, wenn man über die Einführung eines Bürgertickets spricht, dann wird die Erwartungshaltung auch bei denjenigen, die zurzeit kein ÖPNV nutzen, geweckt, dass sie in der Perspektive auch den ÖPNV nutzen können. Das heißt, wir haben natürlich dann den Modal Split mit der entsprechenden Ausbreitung des Angebotes, mit den entsprechenden Kosten, die dann entstehen. Das muss dann auch verkehrstechnisch realistisch und ehrlich diskutiert werden. Und dann muss es eine, wenn Sie die Debatte führen wollen, eine gesellschaftliche Debatte geben über Akzeptanz. Das ist dann eine ganz entscheidende Frage, weil es genau die Frage, die Sie gestellt haben, ne, die Sie eben auch gestellt haben, die sich dann auch politisch stellt. Wenn man politisch etwas umsetzen will, macht es keinen Sinn, im Grunde Menschen zu sagen, du musst jetzt das Ticket nehmen, ohne sie vorher im Grunde auch im Prozess mitgenommen zu haben. Sonst haben sie im Grunde den Glaubenskrieg, ja oder nein, und so eine Auseinandersetzung können sie nicht gewinnen. Super. Ich würde dann gleich an Herrn Mayer weitergeben. Wenn man sich die Debatten in der Zeitung mal ein bisschen anschaut, dann gibt es auf der einen Seite die Stimmen, die auch aus dem Stadtrat kommen, Wuppertal ist Autostadt und wir brauchen breitere Spuren, wir brauchen mehr Parkhäuser, wir brauchen einfach viel mehr, was die Autofahrer unterstützt. Und auf der anderen Seite, der ÖPNV ist einfach zu teuer. Können Sie uns eventuell vielleicht konkret sagen, was der Automobilverkehr für Wuppertal eigentlich kostet? Also welche Kosten entstehen da? Gibt es da irgendwelche Studien, Erhebungen? Arbeiten Sie daran, um da Zahlen zu liefern? Nein, wir arbeiten nicht daran, Zahlen zu liefern, weil ich glaube, es wäre auch müßig, da die ohnehin knappen kommunalen Ressourcen in so eine Frage, in so eine Frage zu verschwenden. Es gibt genügend Studien, die die volkswirtschaftlichen Folgekosten des Autofahrens aus allen möglichen Richtungen beleuchten. Ich glaube, das ist aber auch nicht das Thema. Also ich bin jetzt seit 6,5 Jahren in Wuppertal und ich habe ehrlich gesagt in den 6,5 Jahren so deutlich, wie Sie das eben formuliert haben, nicht gehört oder meinetwegen auch nicht mehr gehört, dass Wuppertal eine Autostadt sei und alle anderen Verkehrsarten, Verkehrsträger sich doch dem bitte schön unterzuordnen hätten. Ich glaube, da hat es auch in der Politik in den letzten 10, 15, 20 Jahren, auch bei denen, die vielleicht vorher eher für eine Autofahrerstadt oder einen Autofahrerstaat standen, ein Bewusstseinswandel gegeben. Das hat eine Menge mit der Energiediskussion, mit Klimadiskussion und so weiter zu tun, aber wahrscheinlich auch eine Menge mit praktischen Erwägungen. Also insofern, wir überlegen ganz aktiv, Dietmar Bell hat es eben gesagt, was man denn tun kann, um die Akzeptanz des ÖPNV in der Stadt zu erhöhen. Dazu gehören völlig neue Konzepte. Das Thema, Stichwort Seilbahn, ist schon gefallen. Und
um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, für mich ist ÖPNV nicht eine Gunst, die die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern erweist, sondern das ist für mich eine Art, oder es ist für mich Teil von Daseinsvorsorge. Und insofern ist die Aussage von Gregor Baluga völlig richtig zu sagen, wir müssen einen, und das dringend, einen Einstieg finden in alternative Finanzierungsmöglichkeiten für ÖPNV. Ob dann am Ende das Bürgerticket oder eine Abwandlung des Bürgertickets oder noch ganz andere Ideen dabei rumkommen, ist für mich erstmal sekundär. Fakt ist, wir müssen diese Diskussion führen und wir müssen sie vor allem auch inhaltlich ins Ziel bringen. Dankeschön. Wenn wir dann in die Wissenschaft schauen, Herr Reuter, das geht jetzt in Ihre Richtung, dann findet man ja diverse Studien dazu, wie moderne Stadtentwicklung funktionieren kann, wie Verkehrsplanung funktionieren kann. Und Sie haben ja selber in einem Projekt mitgearbeitet zur Low Carbon City Wuppertal mit einem Konzept für 2050. Zu welchen Ergebnissen im Bereich Verkehr sind Sie da gekommen? Was waren so Ihre Vorschläge und wie wurde von Seiten der Stadt darauf reagiert? Brauche ich meinen Spickzettel. Ich hab mir diese Zahlen aus dem Projekt nochmal rausgeschrieben. Vielleicht der einfache Teil der Antwort. Die Stadt hat sehr offen und interessiert reagiert. Das fand ich sehr eine gute Erfahrung. Wenn Wissenschaftler weit vorausdenken, 2050 ist in 34 Jahren, 9 Monaten und ein paar Tagen, das ist einerseits schon bald und andererseits weit voraus, und dann in der Tagespraxis von Verwaltung und Politik erstmal auf offene Ohren stoßen. Das war eine sehr wichtige und gute Erfahrung, die auch die ganze weitere Zusammenarbeit geprägt hat. Was haben wir gemacht in der Studie? Verschiedene Aspekte, was kann Low Carbon City, also eine Stadt mit sehr wenig Kohlendioxidemissionen, beleuchten? Und was uns jetzt heute hier interessiert, ist das Thema Verkehr. Und da brauche ich jetzt mal einen Spickzettel für. Wir haben dann den sogenannten Model Split, also wie werden die Wege in Wuppertal zurückgelegt, mit welchen Verkehrsmitteln, angeschaut. Also im Jahr 2002 zum Beispiel sind 32% aller Wege, also ein Drittel, zu Fuß zurückgelegt worden. Das ist ja prima, das ist null Emissionsmobilität. Das emittiert keine Kohlendioxidemissionen, ist gut fürs Klima. Und beim Radfahren war Wuppertal recht schlecht im Jahr 2002, mit großzügig aufgerundeten 1,0%, in Wahrheit 0,9%. Es gab zu dem Zeitpunkt noch eine weitere Großstadt in Deutschland, die ähnlich schlecht war, das war Saarbrücken. Beim ÖPNV mit Schwebebahn und Bussystem steht Wuppertal eigentlich ganz gut da, damals mit 16%. Und was viele eben hier vor Augen haben, ist das Thema Dominanz des Autoverkehrs mit über 50%. So, und dann haben wir gefragt, wenn das die Ausgangssituation ist, wie müsste sich diese 4 Kennwerte, wie müssten die sich entwickeln, wenn man ernst macht mit dem Klimaschutz? Ernst machen mit dem Klimaschutz heißt, wir müssen die Kohlendioxidemissionen auch im Verkehr verringern von 1990, Ausgangssituation 100%, nach 2050 80-95%. Reduktion, also von so nach so in 60 Jahren. Von den 60 Jahren sind schon 25 rum. So. Und wenn man diesen Anspruch, Klimaschutz ernst genommen, auch im Verkehr, übersetzt auf eine Stadt wie Wuppertal, dann würde das heißen, dass ein Wert von 32% Fuß super ist, muss erhalten bleiben. Dass beim Radverkehr, wo Wuppertal eben nicht gut dasteht, auch in anderen Städten hat es Berge, auch in anderen Städten regnet es, da deutlich zulegen muss, ungefähr verzehnfachen muss seinen Wert von 1-10%. Der ÖPNV, der in Wuppertal mit 16% schon ganz ordentlich war im Jahr 2002, muss verdoppelt werden auf 32%. Und wenn diese drei Kenngrößen, Fuß, Rad
und ÖPNV zusammenkommen, dann decken die zusammen ungefähr 3/4 der Wege ab. Man nennt das den Umweltverbund. Und dann ergibt sich folgerichtig, dass der Autoverkehr noch 26% Wegeanteile hätte, was ungefähr die Hälfte dessen ist, was er im Jahr 2002 hatte. Das ist das Zielszenario, auf den Weg muss man hin. Und da helfen Dinge wie Pedelecs, also Fahrrad mit elektrischem Hilfsantrieb, oder da hilft auch das Wuppertaler Treppenprogramm, was es leichter macht, oder da hilft auch die Seilbahn, wenn sie kommt. Zweimal im Leben durch Wuppertal schweben. Und viele andere Dinge, die helfen. Und jetzt kann man sich nochmal den Zwischenstand neuerer Werte aus dem Jahr 2011 anschauen. Danach allerdings Fußnote, wissenschaftliche Fußnote, Befragungswerte nicht direkt vergleichbar, gibt es methodisch begründete Ungenauigkeiten, Schwankungen, aber sagen wir mal als Orientierung. Fußverkehr 15%, das ist weniger als 32. Radverkehr 1,5, hey, 50% Zuwachs von 2002 nach 2011. Zwar von kleinem Niveau, aber immerhin in die richtige Richtung. Und nicht ohne Grund ist Wuppertal auch anerkannt als eine der Städte in Deutschland, die als die Aufsteigerstädte in Sachen Radverkehr bezeichnet werden, die von sehr schlechter Ausgangssituation sichtbar was getan haben, um nach vorne zu kommen. Natürlich auf niedrigem Niveau, da ist viel mehr Luft nach oben. Aber trotzdem, die Richtung stimmt erstmal. ÖPNV 25,5%. Fände ich, wenn die Zahl stimmt, eine super Zahl. Und MIV 57, also Auto, 57,8%. Das ist natürlich nicht gut. Wenn ohnehin mehr als die Hälfte der Wege im Jahr 2002 mit dem Auto zurückgelegt wurden, dann das noch weiter zugenommen hat, dann wäre das insgesamt eine Entwicklung in die falsche Richtung, die noch dringender macht, jetzt aus einer gesamtverkehrlichen Sicht, solche Geschichten, wie wir hier diskutieren, wo Bürgerticket jetzt auf der tariflichen Seite ein Ansatz ist. Da gibt es ja ganz viele Dinge mehr, die man machen kann, weiß ich, Tempo 30 Zonen, Radverkehrspolitik und so weiter. Und jetzt hier heute das Thema Bürgerticket als eine im Grundsatz sehr preiswerte Lösung. Man muss dafür nichts bauen zunächst mal. Man muss nicht die Straßenbahn in Wuppertal wieder einführen, könnte man sich auch vorstellen, sondern man muss sozusagen Software verändern, eine organisatorische, preisliche Regelung, was nicht trivial ist. Also das haben wir ja gerade gehört. Aber eigentlich für die schwierigen Verhältnisse, finanziell schwierigen Verhältnisse in Wuppertal, eine grundsätzlich sehr interessante Lösung, durch einen Switch im Kopf, durch ein Umdenken, einen anderen Zugang zu finden und jetzt sage ich mal eine sehr besondere Form von ÖPNV-Marketing zu betreiben. Dankeschön. Wenn wir bei ÖPNV-Marketing sind, Herr Bell, gibt es da irgendwie im Moment konkrete Pläne von Seiten der Stadtwerke, den ÖPNV wieder stärker zu bewerben, attraktiver zu machen für die Leute, auch gerade in der Kommunikation? Na, die Stadtwerke machen ja zurzeit relativ viel Werbung auch für den ÖPNV. Wenn Sie zum Beispiel jetzt Weihnachten gesehen haben, dann haben wir geworben damit, das Ticket unter den Weihnachtsbaum zu legen als Geschenk. Geworben wird aktuell auch um Umsteiger in der Verkehrssituation des Deppersberges mit bestimmten Kombinationstickets, die es eben sehr einfach machen, hier auf den ÖPNV umzusteigen. Und dass das erfolgreich ist, zeigt sich unter anderem daran, dass wir keine Fahrgäste durch die Deppersberg-Umstellung verloren haben. Ich meine, das ist im Gegenteil, ja. Das muss man deutlich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte für das Unternehmen, wo wir auch im Aufsichtsrat den Dank ans Unternehmen auch ausgesprochen haben, weil natürlich die bisher tradierten Wege in der Innenstadt völlig aufgelöst waren, auch für die Nutzer des ÖPNVs und sich Wege total verlagert haben. Das hat das Unternehmen gut hinbekommen, auch mit einem großen Kraftakt, auch mit finanziellem Aufwand. Allein die Baustelle Döppersberg kostet das Unternehmen 1 Million Euro pro Jahr zusätzlich, um entsprechend hier den ÖPNV hier vor Ort entsprechend auch als Dienstleistung aufrechtzuerhalten.
Dass man immer mehr tun kann, ist klar. Aber klar ist auch, dass es einen begrenzten finanziellen Rahmen gibt, in dem auch ein Unternehmen wie die WSW Mobil sich entsprechend bewegt. Wir haben eine Situation, glaube ich, dass wir mit der finanziellen Entwicklung zurzeit im ÖPNV in Wuppertal zufrieden sein können. Ich glaube, dass die Frage über die Perspektive der Gestaltung eines zukünftigen ÖPNV-Konzeptes, was ansteht, weil das alte ÖPNV-Konzept massiv in die Jahre gekommen ist und wir ja auch zugesagt haben, ein ÖPNV-Konzept für Wuppertal neu diskutieren zu wollen, nicht mehr primär einsparungsgeprägt sein wird, sondern es wird darum gehen, gemeinsam auch mit den Bürgerinnen und Bürgern über Neukonzeptionen auch des ÖPNV nachzudenken. Wo sind Verstärkungen notwendig? Also wie hat sich auch Lebensraumrealität in der Stadt in den letzten 20 Jahren verändert? Wo muss ÖPNV entsprechend auch angepasst werden? Das wird aber keine preislich getriebene Debatte sein, sondern eine Debatte, die sehr stark auch darum geht, den ÖPNV zukunftsorientiert entsprechend aufzustellen. Und da glaube ich, liegt für das Unternehmen auch eine große Chance drin, so einen Prozess auch beteiligungsorientiert aufzustellen, mit den Menschen zu diskutieren, was erwartet ihr denn in der Perspektive auch an ÖPNV? Weil wenn man sich anschaut, wie die Versorgung in Wuppertal ist, dann ist es eben auch sehr unterschiedlich. Also warum sind zum Beispiel Nutzungsgrade von ÖPNV auch mit hohen, also hohen Nutzungsgrade des ÖPNV in Wuppertal auch mit hohen Nutzungsgraden des Individualverkehrs verbunden? Das hat natürlich auch mit Andienung in bestimmten Bereichen zu tun. Weil Wuppertal ist ja keine typische Metropolstadt, sondern durch die Polyzentralität haben wir eben auch eine Reihe durchaus von nicht wirklich real versorgten Strukturen. Wir haben Bürgerbusse und andere Dinge, ne, wo Stadtteile ja angefahren werden. Aber es zeigt eben, es ist in Wuppertal nicht ganz einfach, ne, die Frage auch der Ausdehnung von Kapazität entsprechend auch zu diskutieren. Und von daher finde ich es sinnvoll, diesen Prozess wirklich in der Ernsthaftigkeit und einer Beteiligungsorientierung anzugehen, die wichtig ist, um die Akzeptanz des ÖPNVs in der Perspektive zu erhalten und möglichst auch auszubauen, weil das ist natürlich das Ziel. Sehr schön. Das Thema spielt ja auch eine Rolle im Kooperationsvertrag zwischen SPD und CDU, wo ja ganz ausdrücklich gesagt wird, dass auf dem Individualverkehr nicht mehr der alleinige Fokus liegen darf, sondern da auch mehr getan werden muss. Herr Mayer, wie zentral ist das Thema im Moment im Verkehrsausschuss? Weil ich stelle mir vor, Sie haben wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun mit Döppersberg-Sperrung und ähnlichen Problemen. Aber wie sehr fließt das schon in die Diskussion ein, beziehungsweise ab wann wird es in die Diskussion einfließen? Naja, da hängt ja vieles mit vielem zusammen. Also Dietmar Bell hat es eben ausgeführt, das Projekt Döppersberg und die damit verbundene Sperrung der B7 hat ja jetzt schon zu einer signifikanten Fahrgastzunahme bei den WSW geführt. Aufgrund dieses Tickets, dieses ab in die Mitte Ticket heißt das, das gilt an Wochenenden für bis zu 5 Personen, ist also ein ziemlich gutes und attraktives Angebot und es wird wahrgenommen. Also insofern, die Bereitschaft der Wuppertalerinnen und Wuppertaler ist, glaube ich, da. Die Diskussion spielt auch in anderen Punkten eine Rolle. Eben ist das Thema Nordbahntrasse beispielsweise gefallen. Ein Projekt, was, glaube ich, ich sage das jetzt mal einfach, bundesweit seinesgleichen sucht. Was ein Kraftakt war, das innerhalb von 6 Jahren von der Planung in die Realisierung zu kriegen. Das mag für denjenigen, der jetzt nicht tagtäglich mit kommunalem Bauen zu tun hat, ein langer Zeitraum sein, aber die Praktiker wissen, dass das ganz schön flott war, dass in dieser Zeit nicht zuletzt auch dank ehrenamtlichem Engagement der Wuppertalbewegung auf die Beine zu kriegen, immerhin ein 32-Millionen-Projekt. Dieses Projekt wird das Thema Radverkehr in Wuppertal auf völlig neue Beine stellen. Also wir merken jetzt schon, dass die Akzeptanz im Radverkehr von den kümmerlichen 1,5% aus 2011, Oskar Reuter hat es gesagt, aus der Verkehrsbefragung 1,5, das schießt im Moment steil nach oben. Das merken wir übrigens auch im Alltagsgebrauch. Da geht es nicht nur darum, dass jede Menge Menschen auf der Trasse unterwegs sind, sondern diejenigen, die aufmerksam, egal jetzt mit welchem Verkehrsmittel durch Wuppertal fahren, die werden einfach festgestellt haben, dass es in den letzten Monaten, insbesondere jetzt, seitdem das Wetter so ein bisschen zumindest temporär frühlingshaft wird, deutlich mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen sind. Das hat auch eine Menge mit der Trasse zu tun und eine Menge mit den Anstrengungen, die Politik, die Verwaltung, die auch die vielen Ehrenamtler in den letzten Jahren vollzogen haben und das trotz einer
vorsichtig formuliert, schwierigen finanziellen Lage. Also wenn ich mir überlege, wie viele Ressourcen wir in der Verwaltung für das Thema Radverkehr zur Verfügung haben, ja, dann kommen mir im Vergleich zu vielen anderen Städten die Tränen. Vielen Dank. Bevor wir gleich ans Publikum abgeben, noch eine Frage an Sie alle, die Sie mir hoffentlich in ein bis zwei Sätzen beantworten können. Ich würde gerne wissen, wie für Sie eine nachhaltige, klimagerechte Stadt aussieht. Vielleicht möchte Herr Reuter anfangen. Was wäre Ihre Vision davon? Kurz. Halb so viel Autoverkehr und der Rest zu Fuß und mit Rad und mit dem öffentlichen Verkehr. Faustformel, 4/4. Im 4/4-Takt. 1/4 der Wege mit dem Auto. Geht ja nicht ums Auto verteufeln, aber es geht darum, das deutlich zurückzudrängen. 1/4 zu Fuß, 1/4 mit dem Rad, 1/4 mit dem ÖPNV. Das ist dann in jeder Stadt anders. In der Stadt, die schon bei dem 1/4 ÖPNV ist, wird man sagen, da legt man noch eine Schippe zu. Und wenn man von 1,5 auf 1,6% Radverkehr kommt, weiß man, da muss man noch was tun bis zu dem 25% Marge. Das ist in jeder Stadt anders. Aber so als Merkformel, finde ich, kann man sich das gut einprägen. Mobil unterwegs im 4/4-Takt. Ich schließe mich den Ausführungen von Professor Reuter an. Das klingt sehr sinnvoll. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, gerade die Zurückdrängung des MIV, also des Autoverkehrs, wird es wohl notwendig machen, auch restriktive Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, nicht unbedingt Abschaffung aller Parkplätze, aber vielleicht Quartiersgaragen, Quartiersparkplätze. Ich nehme jetzt auch provokant mal die City-Maut in die Debatte. Es wird wahrscheinlich nicht ohne gehen. Und gleichzeitig könnte man auch den ÖPNV damit finanzieren. Also ich möchte mich auf Anteile lieber nicht festlegen. Ich denke, natürlich brauchen wir auch grundlegend Autoverkehr für Müllabfuhr, Notarztwagen und alles dieses. Gar keine Frage, dass wir auch das Straßensystem aufrechterhalten müssen. Insofern wäre ich dankbar gewesen, Sie hätten mir die Frage nach dem gestellt, was hat der Autofahrer vom ÖPNV? Umgekehrt kann man ja sagen, was hat der Fußgänger von der Straße? Natürlich, dass er überhaupt eine da ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es einen sehr attraktiven ÖPNV gibt, sodass es auch dem Autobesitzer Spaß macht, zu angemessenen Gelegenheiten ÖPNV zu benutzen. Ich persönlich bin nicht so eine Freundin von der City-Maut. Ich glaube allerdings auch, man muss tatsächlich auch ein bisschen steuernd eingreifen. Also für zusätzliche Parkplätze wäre ich jetzt nicht unbedingt. Für mich ist die Lebensqualität einer Stadt auch eben von einer entsprechenden Stadtplanung abhängig. Für mich gehören Parkhäuser, weiß ich, Frauen sehen das vielleicht auch noch ein bisschen strenger, und Parkflächen in der Stadt nicht unbedingt dazu. Mir wären Parks, Spielplätze und sowas alles lieber. Deswegen, natürlich brauchen wir eine Grundversorgung mit Straße und Auto, aber je mehr ÖPNV für den Verkehr, der da eigentlich zu passt und reingehört, desto lieber wäre es mir. Vielen Dank. Ich glaube, die Herren haben... Da wir uns ja jetzt um das Thema Mobilität bemühen, sage ich mal als bekennender Mountainbiker, für mich wäre nachhaltiges Wuppertal, wenn ich nicht der einzige Politiker bin, der sich hier auf dem Mountainbike durch die Berge bewegt und nicht immer wie ein Exot angesehen werde, wenn ich da rumfahre. Die beste Mobilität ist die, die gar nicht erst entsteht. Insofern gebe ich der Kollegin völlig recht. Das Thema ist Stadt der kurzen Wege. Wuppertal ist auf der einen Seite eine polyzentrische Stadt mit all den Nachteilen, zum Beispiel in Bezug auf die infrastrukturelle Versorgung, aber eben auch mit all den Vorteilen, die da lauten, dass ich eben eine wohnungsnahe Versorgung im Idealfall habe mit allen infrastrukturellen, versorgungsinfrastrukturellen Einzelhandels- und sonstigen Nutzungen in fußläufiger Entfernung zu meinem Wohnort. Das ist übrigens in vielen Teilen dieser ja doch sehr kompakten, um nicht zu sagen sehr dichten Stadt Wuppertal auch heute noch gegeben. Aber es gibt eben auch Tendenzen, das aufzuweichen, also der Run auf die grüne Wiese, was Einzelhandelsagglomerationen, da rede ich nicht von IKEA,
angeht, ist ungebrochen. Und das wäre für mich so ein Thema, wo man sagt, wir müssen diese Kompaktheit von Stadt erhalten, um Wege gar nicht erst entstehen zu lassen oder um Wege, das Zurücklegen von Wegen überflüssig zu machen. Das wäre für mich so ein Leitbild. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen und Ihren Fragen, Wünschen, Anregungen, Dingen, die Ihnen auf der Seele brennen. Der Kirschbaum hier vorne wird mit dem Mikro rumgehen und Sie nach der Reihe dran nehmen. Vielleicht kurz, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, wäre es total super, wenn Sie sagen, wer Sie sind, warum Sie heute Abend hier sind und wenn Sie möchten, auch gerne, was Ihnen ein Bürgerticket wert wäre. Ich bin Beate Haude und bin hier Schulreferentin bei der Evangelischen Kirche, für die bin ich also heute da. Damals, als es diesen Wettbewerb gab, Wuppertal mal neu zu denken, zu sagen, was könnte man denn so Schickes Neues machen, hatte ich angeregt, den Nahverkehr doch einfach umsonst zu machen. Und das ist bei dieser Online-Abstimmung total abgeschmiert. Da gab es also überhaupt keine Stimmen für. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass mir das Bürgerticket zu wenig Unterschied macht zu so einem normalen Ticket 2000, was selbstverständlich ja irgendwie jeder von uns hat, also ich jedenfalls, dass man auch selber zahlt, wo man irgendwas von unter 60 Mäusen, glaube ich, pro Monat hinlegt. Ich weiß es gar nicht, ich habe es schon ganz lange im Abo. Ich würde mir eine andere Finanzierung vorstellen wollen, nämlich eine, die das, was Sie im Wuppertal-Institut so schön vorgetragen haben, was mir gut gefällt, was da ansetzt, wo das Problem ist, nämlich bei den Autofahrern, die in dieser Stadt herumfahren, obwohl sie eigentlich den öffentlichen Verkehr nutzen könnten. Ich frage mich, warum es nicht gehen soll, was heißt Ticket? Ich würde gar kein Ticket austeilen. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel einfach auf die Steuern zu legen, die Autos hier zahlen in dieser Stadt. Ich könnte mir das ein bisschen weiter vorstellen als größeren Weitsprung, nicht nur für diese Stadt, sondern vielleicht auch hier fürs Land. Und dann würde ich das nicht über einen Beitrag zahlen lassen, sondern über die Steuern, die ich den Autofahrern aufbrummen würde. Möchte da jemand was zu sagen? Alle. Also ich möchte Albert Einstein zitieren, der hat gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist ein Satz, den ich nicht mehr hören kann, der mir sehr oft gesagt wurde. Sie müssen verstehen, ein beitragsfinanziertes Ticket hätte den Vorteil, dass diese Zahlung auch von den Autofahrern als zusätzlicher Treiber gilt, den ÖPNV auch zu nutzen. Und nein, ich habe ja nämlich auch vorher gesagt, dass durch diesen Selbstdisziplinierungseffekt zumindest die verkehrsverhaltensökonomische Hoffnung besteht, dass der ÖPNV durch diese Zahlung auch öfters genutzt wird, dass das quasi als Treiber gilt, auch für die Autofahrer den ÖPNV nicht immer, aber des Öfteren mal zu nutzen. Und eine Barriere ist natürlich für den Autofahrer bei sporadischen Fahrten, also wenn ich jetzt zum Beispiel schnell in die Stadt will, entweder ich muss 2,60 Euro bezahlen, weil eine Monatskarte, ein Ticket 2000, wird er sich nicht holen, weil er fährt viel zu selten in die Stadt. Und das ist halt dieses Problem, was wir haben, diesen Gelegenheitsverkehr auch auf den ÖPNV zu bringen. Ich will vielleicht das nochmal sehr deutlich den Unterschied machen zu Ihrem Vorschlag, die Autofahrer sollen zahlen. Die Kernidee von Konzepten wie Bürgerticket ist, alle zahlen dafür. Die Autofahrer auch und auch die ÖPNV-Nutzer, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Also alle zahlen dafür und weil alle zahlen, kann das zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden. Und das ist abgeguckt von dem Semesterticket. Deshalb wird es ja manchmal auch flapsig genannt, Semesterticket für alle. Und das ist schon ein bisschen was anderes wie Ihr Vorschlag, die Autofahrer kriegen steuerlichen Aufschlag auf die Kfz-Steuer oder auf die Mineralölsteuer, die gezielt die Autofahrer belasten. Ich bin jetzt als Wissenschaftler, als Mensch, der seit 1988 kein eigenes Auto mehr hat, ganz offen, das alles auch noch zu tun, die Kfz-Steuer zu erhöhen, die Mineralölsteuer zu erhöhen, die City-Maut einzuführen, das Parken zu ermöglichen,
für 5 Euro die halbe Stunde. All diese Hässlichkeiten in die Diskussion zu bringen, das wird nicht lustig werden, wenn man darüber diskutiert, weil die Autofahrer und Autofahrerinnen sofort spüren, oh, jetzt wird es aber langsam ernst. Und dann wird es, was Herr Bell auch schon mal gesagt hat, sehr schwierig, politische Mehrheiten dafür zu kriegen. Aber andersrum muss man auch sehen, eine rein freundliche Einladungspolitik wird nicht alleine zur Verkehrsverlagerung führen auf die Verkehrsträger des Umweltverbundes. Wir wissen aus ganz vielen Untersuchungen, dass es das Konzept braucht, Push und Pull, also Anreize, rüberziehen und pushen, Schubs geben, indem man eben Autofahren, sagen wir mal, auf Freiheiten des Autofahrens zurücknimmt, wie Tempolimits, wie City-Maut, wie Parken und so weiter. Ich wollte noch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass aus rechtlicher Sicht eine Abgabe auf Autofahrten sehr viel problematischer wäre. Man müsste dann den Bereich Sonderabgaben, das ist viel schwieriger umsetzbar, ist verfassungsrechtlich viel kritischer. Das ist das eine. Ich will jetzt aber nicht selber dieses Argument bringen, geht nicht, würde sicherlich auch irgendwie funktionieren. Was mir sehr viel wichtiger ist, ich hatte versucht, auch die Vorteile des Beitrages zu betonen. Wenn Sie wieder im steuerlichen Bereich sind, haben Sie sofort Verteilungskämpfe. Also die Kfz-Steuer, die kommt ja nicht bei der Gemeinde einfach mal so an. Ja? Beim Beitrag ist das Charmante wirklich, es ist eine relativ schlichte Lösung und Sie bekommen einfach ein separates Vermögen, das ist zweckgebunden. Darüber kann ein Verkehrsbetrieb verfügen, damit kann ein Verkehrsbetrieb planen. Und die ein oder andere Fehlplanung hängt schlicht damit zusammen, nicht weil die Leute nicht in der Lage sind zu planen, sondern weil ihnen die Planungsgrundlagen, vor allem finanzieller Art, manchmal auch einfach fehlen. Deswegen finde ich den Beitrag sehr charmant. Dann, was ich auch denke, was man nicht vergessen sollte, wenn man Autofahrer belastet und damit den ÖPNV finanziert, stellt man sich auf eine Art natürlich auch immer ein Bein, denn man möchte ja eigentlich den Autoverkehr zurückdrängen. Damit sägen sie sich aber dann die eigene Finanzierungsquelle ab. Wie man aus dem Dilemma rauskommen soll, weiß ich dann nicht. Ich denke, dass man auch Angebotssteuerung auch sanfter, das wäre jetzt mein letzte, ich persönlich bin einfach, das liegt jetzt aber weder nicht im rechtlichen Bereich, sondern so in meiner persönlichen Einstellung, ich selber bin auch immer nicht so ein Freund so von Strafabgaben, muss ich sagen. Ich denke, Angebotslenkung kann man auch freundlicher gestalten. Ich denke, dass dieses Flatrate anbieten und dass man, was man bezahlt, auch nutzt, eine freundlichere Einladung mit Nachdruck ist. Ich denke allerdings auch, dass man eben durch auch Angebote für Autos nicht unbedingt ausbauen muss. Also da wäre ich in dem Bereich eher dafür, eben nicht Parkraum zu schaffen, sondern eher zu verknappen. Und ich denke, das wäre sozusagen Einschränkung für Autofahrer genug. Da muss man nicht noch nach der finanziellen Keule greifen. Sehr schön. Einer, Herr Bell. Frau Haude, ehrliche Ansage, ich glaube nicht, dass das politisch umsetzbar ist. Ganz klar. Also man muss sich auch, finde ich, gesellschaftlichen Realitäten auch ein Stück weit stellen in den Debatten. Und wenn man über ein Bürgerticket diskutiert, dann haben Sie eine hochemotionale Diskussion. Ich sage mal, diese ruhige Atmosphäre wie hier in diesem Saal würden Sie auf einer Mitgliederversammlung des ADACs nicht unbedingt treffen. Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, wenn man eine solche Debatte führen möchte, sollte man die sehr gut vorbereitet führen. Man sollte die auch sehr abgewogen führen, um letztlich Menschen auch mitzunehmen in einer solchen Diskussion. Ein Punkt ist mir noch wichtig auch. Ich glaube auch, dass die Diskussion kommunal wichtig ist, um Akzeptanzen zu diskutieren. Ich glaube aber, dass großräumlichere Lösungen notwendig sind, weil wir sind hier in einer sehr verdichteten Region und die viele Nutzer auch des ÖPNVs, auch in Wuppertal, sind Ein- und Auspendler. Das heißt, sie haben unmittelbar die Anschlussbeziehungen zu Städten in der Region, ob sie nach Düsseldorf, Köln oder ins Ruhrgebiet oder sonst wie pendeln. Und insoweit macht eine solche Debatte, wenn man sie führen will, aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man sie großräumiger auch zu entsprechenden Lösungen führt. Ich glaube, so eine Insel Wuppertal wird schwierig auch in einer Debatte durchsetzbar sein.
weil sie eben auch mit einer Singularität einhergeht, die, glaube ich, schwierig zu vermitteln ist. Und deswegen sollte man aus meiner Sicht eine solche Debatte, wenn man sie führt, glaube ich, auch stärker in die Verbundstrukturen auch entsprechend reinführen, weil das dann auch die Lösungen sind, die dann auch Übergangssituationen und Übergangsmanagement zwischen den einzelnen Kommunen erleichtern. Sonst fallen wir irgendwann wieder zurück in diese sehr kleinteilige ÖPNV-Struktur, auch mit Abrechnungsproblemen, Abgrenzungsproblemen, die dann auch im realen Leben für die Nutzung des ÖPNVs möglicherweise nicht ganz einfach wären. Ich darf das noch ergänzen, etwas launig, wenn ich das darf. Wenn es nicht mal möglich ist, sich innerhalb eines Bundeslandes zwischen zwei Verkehrsverbünden auf einen einheitlichen S-Bahn-Takt zu einigen, dann habe ich persönlich auf erhebliche Zweifel daran, ob es gelingt, eine solche Lösung auf demokratischem Wege, ich bin da ganz bei Frau Schlünder, das ist eine Sache, die man über entsprechende Angebote befördern muss, nicht über Zwänge, dann habe ich persönlich große Zweifel, ob so etwas als großräumige Lösung in absehbarer Zeit überhaupt funktionieren kann. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Vielen Dank. Ja, es passt eigentlich wunderbar. Klaus Lüdemann, Stadtverordneter hier, aber auch Pendler. Und Dietmar Bell, Dankeschön, du hast das angesprochen, das Thema, dass natürlich 50.000 Menschen etwa jeden Morgen aus Wuppertal rausfahren. Das heißt, für mich war das durchaus interessant. Ich bin für das Bürgerticket. Wenn ich mir vorstelle, statt 150 Euro im Monat zahle ich dann vielleicht nur 70. Nur, ich habe ja nichts davon, weil ich komme ja nur bis zur Stadtgrenze. Was mache ich denn dann in Vorwinkel, wenn ich dann nach Düsseldorf fahren möchte? Da ist ja Schluss. Also da müsste ich irgendwie einen Übergangstarif haben. Das ist ja alles wieder viel zu kompliziert. Das heißt, das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn ich einmal zahle, wie auch immer, an wen, monatlich, meinetwegen auch wieder im Abo. Und dann fahre ich einfach und ich brauche keinen Fahrschein mehr. Es gibt auch keine Kontrolleure mehr übrigens, die braucht man einfach nicht mehr. Die sind überflüssig, Fahrkartenautomaten, alles überflüssig. Aber die Frage ist wirklich, wie kriegen wir das landesweit hin? Weil wir wollen gar nicht vom bundesweit träumen, aber es müsste wenigstens landesweit sein, eingeführt werden. Und dann bitte nicht mit so merkwürdigen Konstruktionen, wie das jetzt im Verkehrsverbund diskutiert wird, dass Wuppertal dann sozusagen in einer höheren Klasse der Qualität ist. Und ich sag mal, dann kostet das Bürgerticket in Wuppertal meinetwegen 80 Euro und in Castrop-Rauxel kostet nur 60. Also so kann das auch nicht sein. Dann müsste das schon ein landesweites Modell sein und alle zahlen auch gleich, auch wenn natürlich die Leistung unterschiedlich ist. Wer im Hochsauerlandkreis mal versucht hat, Bus zu fahren, weiß, wovon ich rede. Von Eisenbahn gar nicht zu sprechen. Also man müsste dann eben die Solidarität auch über die Regionen fahren und sagen, okay, wir wissen, ihr habt ja gar nicht so viel davon. Im Hochsauerlandkreis kann man ohne Auto praktisch nicht mehr überleben. Ich sage das mal so, weil ich da Verwandte habe. Aber trotzdem müsste die Solidarität darin bestehen, dass alle das Gleiche zahlen. Danke. Finde ich alles richtig. Und wie bei jeder neuen Sache hat man ein Einführungsproblem. Wenn ich irgendwo anfange, etwas verändern zu wollen, habe ich immer eine räumliche Grenze. Auch eine landesweite Lösung habe ich dann irgendwelche Pendler, die an den Landesgrenzen nach Rheinland-Pfalz und Hessen und Niedersachsen unterwegs sind. Am besten wäre natürlich, die Kanzlerin würde mal mit Herrn Grube sprechen und sagen, mach doch mal einen guten Preis für 82 Millionen Bahncard 100. So, also einfach mal. Einfach mal großdenken. Eine Sekunde lang mal großdenken. Und dann wieder kleindenken und sagen: Okay, es gibt ja solche Geschichten, was Sie angeregt haben, für die Teilgruppe der Semestertickets schon, der Studierenden. Da gibt es ja Lösungen, die dann ein Semesterticket eröffnen für ganz NRW, was für einige Studierende, die in Bielefeld studieren, aber in Düsseldorf aus Düsseldorf herkommen, eine interessante Geschichte ist. Also wir werden diese Übergangsprobleme nicht völlig wegkriegen, wenn wir nicht ganz groß denken. Und auf der anderen Seite im Praktischen
wird es dann irgendwelche pragmatischen Lösungen schon geben können. Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen alles verändern, aber ich denke, es ist sinnvoll, irgendwo anzufangen. Allerdings muss man sagen, wie ich eingangs schon gesagt habe, der Landesgesetzgeber ist wohl mit einzubeziehen, denn zumindest die Möglichkeiten für die entsprechenden Kommunen oder auch Verkehrsverbünde müssen eben auf Landesebene tatsächlich geschaffen werden. Und wenn die dann da sind, ist es natürlich für andere im Land umso leichter, den entsprechenden Modellen auch zu folgen. Mein Name ist Björn Rückert. Ich bin hier von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, beschäftige mich mit Klimaschutz und Mobilität. Und die letzten Redebeiträge haben mich etwas erleichtert, vor allen Dingen die des Herrn hier aus dem Plenum. Ich möchte ausdrücklich davor warnen, wenn wir in Richtung Bürgerticket denken, die Voraussetzung der Akzeptanz bei den Menschen, bei den Bürgern, nicht gleichzeitig auch zu schaffen. Also ich persönlich wohne in Solingen-Ohlix, komme sehr gerne nach Wuppertal, weil es eine spannende Stadt, arbeite in Düsseldorf. Das ist mein Aktionsrat. Ich fahre auch sehr gerne nach Köln. Ja? Und Solingen-Ohlix ist die Schnittstelle zwischen VRR und VRS. Da kann ich mit meinem Ticket 2000 schon mal nichts mehr anfangen. Mit meiner Bahncard kann ich auch nichts anfangen oder kaum was anfangen. Da sollte sich jetzt vielleicht was ändern, weil die in Verkehrsverbünden nichts nutzt. Und wenn ich jetzt daran denke, ich würde gerne in Solingen den Nahverkehr, den ÖPNV unterstützen, auch mit einem Bürgerticket, aber damit könnte ich dann im schlimmsten Fall in Wuppertal nichts anfangen. Und da ist bei mir, sage ich mal ganz persönlich, ich fürchte nicht nur bei mir, die Akzeptanz schon flöten, wenn es um Diskussionen um Bürgertickets in Kleinstaaten geht. Ich spitze das mal bewusst jetzt zu. Und wir wollen ja was ganz Neues schaffen, um noch sehr Gutes auch schaffen, was sehr nötig ist. Herr Professor Reuter hat das deutlich dargestellt, wo wir hin müssen. 2050 80 bis 95% minus CO2-Emissionen. Wir wissen, dass der Verkehrsbereich das absolut dickste Brett ist dabei. Und wenn wir dahin wollen, dann müssen wir, das ist auch schon zitiert worden, die Menschen mitnehmen und zuallererst eben mit einer Akzeptanz, die sich auch rechnet. Weil diese ganzen Tickets, die saldiert jeder privat für sich auf und dann überlegt man halt, kann ich mir, will ich mir das noch leisten, habe ich dafür eine Akzeptanz? Und die finanzielle Ausstattung der Bevölkerung wird leider nicht besser. Dazu hätte ich gerne noch Strategien, auch von den anwesenden Experten gehört, wie wir zu dieser Akzeptanzsicherung kommen, um diesen Weg auch erfolgreich zu gehen. Dankeschön. Ich wollte noch einen Gedanken vielleicht einwerfen, gerade für diese Geschichte. Ist es dann nur für die Bürger, die auch einen Wohnsitz haben in einer Gemeinde? Man kann natürlich auch beitragsrechtlich Gewerbetreibende einbeziehen, die dann eben auch ein Ticket für ihre Angestellten, einschließlich der einpendelnden Angestellten auch haben können. Also es wäre jetzt zum Beispiel ein Ansatz in die Richtung, wie bekomme ich auch Leute mit abgedeckt, die vielleicht jeden Tag tatsächlich nach Wuppertal reinfahren, wieder raus oder anders. Und dann ist es natürlich die andere Sache, wenn man erstmal die landesgesetzliche Grundlage hat, könnte man natürlich anfangen auch zu verhandeln, wie man Kooperationen schließt, auch zwischen Gemeinden oder wie man das ausweitet. Also das sind ja alles Sachen, die sind dann offen. Man braucht aber erstmal eine Grundlage, in welche Richtung es überhaupt gehen kann, bevor man da auch anfangen kann zu verhandeln, wie man es konkret ausgestalten kann. Ja, also ich bin vollständig bei Ihnen, nur leider das Dilemma besteht ja, dass wir nach wie vor in diesen vorhandenen Strukturen, also erstmal Kommunen, Waben, Verkehrsverbünde und Ländertarife und so weiter denken müssen. Ein Problem, das sich auch nur beim ÖPNV mit seinen künstlichen Grenzen stellt. Also ich kann auch ins Auto einsteigen und einfach nach China durchfahren, ohne dass ich irgendwie belangt werde mit irgendwelchen komischen Tarifen. Vielleicht sollte man sich auch umgekehrt die Frage stellen, ob man Tarifsysteme für Autos einführen sollte. Ich darf darauf hinweisen, dass mir meine chinesische Kollegin gerade erst erzählt hat, dass in China die europäischen Führerscheine nicht anerkannt werden. Ich bin eigentlich ziemlich beeindruckt von der
Ruhe und Konzentration der Diskussion und die ganzen Fallstricke mit zu überlegen, die bei so einer Idee auftauchen. Deshalb will ich uns allen einfach erst nochmal Mut zusprechen. Der Charme der Idee Bürgerticket ist ja, dass das eine einfache, klare Grundidee ist. Alle zahlen was und alle können ab dem Zeitpunkt nach Zahlung den ÖPNV ohne weiteren Aufpreis nutzen. Und da ergeben sich für mich einmal die demokratische Frage, also das kann ja keiner von oben verordnen, das setzt einen Diskurs in einer Stadtöffentlichkeit, in den politischen Gremien voraus, der, wenn es gut läuft, ähnlich konzentriert und sachlich geführt wird, wie wir das gerade tun. Und der kann so oder so ausgehen. Und interessant ist ja auch, dass zum Beispiel die ganzen Semestertickets höchstrichterlich überprüft worden sind. Natürlich gab es Studierende, die gesagt haben, ich wohne doch ohnehin in der Stadt, ich gehe zu Fuß zur Uni, was brauche ich ein Semesterticket? Und haben geklagt. Und das ist schlussendlich von den höchsten Gerichten als legitim entschieden worden, wenn die verfasste Studierendenschaft als demokratische Mehrheitsentscheidung das so getroffen hat. So, und dann gibt es natürlich die ganze Welt der praktischen Übergänge. Also Ihr Beispiel, Sie wohnen in Solingen und fahren Richtung Rheinland und fahren Richtung Wuppertal. Muss man da jetzt sozusagen ein Bürgerticket Grundversion und dann können Sie für sowas vielleicht einen Zuschlag lösen? Oder da muss man wieder aufpassen, dass nicht solche Spezialgeschichten das ganze System wieder überkomplizieren. Ich will uns allen nur sagen, natürlich steckt dann noch viel mühselige Arbeit im Detail drin, das auszutüfteln. Und das sind ja auch kluge Leute da, die von der juristischen Seite oder du von der Seite als Doktorand da drauf gucken und sie von der Stadtplanungsseite und sie von der BSW-Seite und von der landespolitischen Seite. Also da ist schon noch Hirnschmalz nötig, aber ich finde, das sollte uns alle nicht jetzt vorab schon mal schrecklich, geht nicht, lassen wir die Finger weg, entmutigen, sondern eher motivieren, zu sagen, okay, so, das ist wie Haus bauen, also das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen, das müssen auch Fachleute machen und das soll dann stehen anschließen und soll schön aussehen, soll funktional sein, so, da steckt Arbeit drin. Ja, Arnim von Herf, hier aus Wuppertal. Ich habe als Student 93 in der Pendler-Universität Duisburg die Einführung des Semestertickets mitgemacht. Habe damals Scheiße geschrien auf gut Deutsch, weil ich ein Auto hatte und überhaupt. Besondere bitte Situation in Duisburg war damals, nach Westen und Nordwesten hin grenzte die Stadt an den benachbarten Verkehrsverbund, da galt das Ding schon nicht mehr. Bei der Einführung hat es diese Probleme gegeben. Inzwischen ist das Semesterticket bekanntermaßen problemlos NRW-weit zu benutzen. Also solche Anfangsprobleme kann man im Zweifelsfall einfach lösen in der Praxis. Das Semesterticket hat es gezeigt. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Zu Ihnen wollte ich noch kurz sagen, aus ökonomischer Sicht, wenn Sie alles aufs Auto packen, auf Autoabgaben packen, dann haben Sie zwar einen Anreiz, dass die Leute das Auto stehen lassen, oder gar abschaffen. Und dann, wo ist die Finanzierung des ÖPNV? Meinen Sie alle? Ja? Meine eigentliche Frage an Herrn Waluga. Sie haben die Zahl genannt, ungefähr 50 Euro plus bis 60 Euro für einen Einzelnutzer im Monat. Da frage ich jetzt als jemand, der seit ungefähr 10 Jahren Ticket 2000 hat, was springt für mich dabei raus? Weil das zahle ich heute schon. Ja? Und ich zahle ein Ticket 2000 und komme damit zumindest zu bestimmten Zeiten über die Stadtgrenze raus. Auf welchen, also in dem Tarif, den Sie genannt haben, ist welches Verkehrsgebiet eingerechnet gewesen? Es ist das Verkehrsgebiet tatsächlich nur Wuppertal eingerechnet gewesen. Das heißt, es wird Sie,
nicht milde Stimmen, wenn sie sagen, sie können auch sporadisch im ganzen VR-Gebiet herumfahren. Das sind wiederum diese Schnittstellenproblematiken, die wir eben angesprochen haben. Also da kann man natürlich über Lösungen nachdenken, ob diese E-Ticketing-Strategie, die jetzt verfolgt wird, eine Lösungsmöglichkeit wäre, dass man zum Beispiel nur in Wuppertal kostenlos in Anführungsstrichen herumfährt und sporadisch nun mal so Zusatztickets lösen könnte. Das würde ja das Ganze ein bisschen entkomplizieren, aber ist nach wie vor nicht die optimale Lösung. Also ich denke mal, wenn wir über ein Bürgerticket sprechen, sollte das natürlich mindestens auf Verbundebene sein. Und da kann man natürlich auch verweisen, dass sich dieser Bürgerticketpreis wiederum nivelliert. Das heißt, wenn jemand im Norden vom VR-Gebiet genauso viel zahlen muss, obwohl er dieses Angebot nicht vorfindet vor seiner Haustür, dann kommen wir wieder in diese schwierige Gerechtigkeitsdebatte rein. Also muss er weniger zahlen, muss er dasselbe zahlen, aber er legt ja weitere Wege zurück. Aber wie gesagt, das sind solche kleinen Feinheiten, die bedacht werden müssen, aber die sollen meiner Meinung nach auch nicht davon abbringen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nur kurz daran angeschlossen wollte ich noch sagen, man darf, glaube ich, auch den Gerechtigkeitsbogen nicht überspannen. Also 100% gibt es nie. Es wohnt ja auch nicht jeder direkt gegenüber von der Bibliothek, die auch per Beiträge natürlich bezahlt werden, nicht direkt gegenüber, weiß ich nicht, von anderen Einrichtungen, die durch die Gemeinschaft finanziert werden. Trotzdem glaube ich, dass man, wenn man die Menschen fragt, was wäre, wenn es keinen ÖPNV gäbe, das ist ja letztendlich die Alternative, wenn man sagt, man will es so gar nicht finanzieren oder nur der wirklich ganz, also immer nur bezahlt, was er bekommt, so kann man es ja gar nicht aufrechterhalten. Über die Fahrpreise haben wir ja auch schon gelernt, das ist ja eine Mischfinanzierung auch jetzt schon. Dann gibt es eben den ÖPNV so gar nicht, wenn man ihn gar nicht öffentlich finanziert, auch über Menschen, auch wenn man es jetzt steuerlich finanziert, die keinen ganz direkten oder nicht genau den gleichen Nutzen haben, wie vielleicht jemand, der direkt an der Haltestelle wohnt. Also da muss man auch, glaube ich, ein bisschen ab und zu geben. Gewisse Spielräume muss man da immer lassen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber diskutieren, wann gibt es so ein Schwellenangebot, will ich mal sagen. Und Erwartungen werden da geweckt, das will ich auch nicht bestreiten. Und es muss so ein gewisses Grundangebot natürlich da sein, damit das überzeugend ist. Das ist, wenn jemand gar nicht angebunden wird, wird er sich natürlich zurecht beschweren. Aber absolute Gerechtigkeit gibt es nirgends im Leben, auch im Steuerrecht nicht, ich glaube in keinem Bereich. Ja, Stefan Bürk, ich komme auch ohne Auto aus und bewege mich mit Fahrrad und Nahverkehr. Trotzdem, bei aller Begeisterung sehe ich doch gefällt mir eine Sache nicht, es wird so getan, der Himmel würde umso blauer, je mehr die Busse in der Gegend rumfahren. Aber auch Busse haben ja auch Schadstoffemissionen, vielleicht um einen gewissen Faktor weniger als die Autos. Aber wenn ich es höre, der Verkehr soll kostenlos nicht nur bis Vohwege, sondern auch bis Remscheid, Köln oder München oder China sein, dann bin ich ja auch verleitet, sag ich mal, unverhältnismäßig viel zu fahren und erzeuge dadurch wieder mehr Umweltbelastung. Vielleicht kann der Herr Reuter mal was dazu sagen. Ich finde, dass Gregor Waluga eigentlich in seinem Vortrag da schon drauf eingegangen ist und deutlich gemacht hat, genau diese Befürchtung. Da gibt es dieses neue Sonderangebotsticket, Gruppenschnupperticket, und jetzt fahren alle wie die Wilden rum, dass sich das eigentlich gar nicht einstellt. Sondern dass in der Realität es schon ÖPNV-Zuwächse gegeben hat, aber nicht für unsinnige Fahrten. Und der Mechanismus ist eigentlich sehr einfach, das ist das begrenzte Zeitbudget der Menschen. Also man geht zur Arbeit, man muss einkaufen, man hat ein bisschen Freizeit. Also das ist die eigentlich limitierende Größe, die ein Riegel vorschiebt gegen, naja, jetzt fahre ich einfach mal 5 Stunden ÖPNV, weil es so schön ist. Und die andere Dimension, die Sie gefragt hatten, wenn der ÖPNV in Wuppertal verdoppelt würde im Wegeanteil, wäre das super. Das würde Wege vom Autoverkehr rüber verlagern.
emittieren die Busse und die Schwebebahnen, emittieren die denn dann mehr Schadstoffe? Rechnet sich das alles? Da hätte ich zwei Antworten für Sie. Die eine ist, dass wir immer natürlich denken müssen an die Pro-Kopf-Bilanz. Im Pkw haben wir Besetzungsgrade von 1,1, wenn es ganz gut geht, 1,2 Personen im Durchschnitt. Im Bus haben wir Besetzungsgrade von im Durchschnitt 20%. Was fasst ein Bus? 100 Plätze, also 20 Personen, die dann transportiert werden im Durchschnitt. Schwebebahn sind die Zahlen viel besser. Das heißt, wenn Sie die spezifischen Emissionen für einen Personenkilometer Pkw versus Bus oder Schwebebahn rechnen, schneiden die öffentlichen Verkehrsmittel immer viel besser ab. Aber das soll jetzt keine Alibi-Nummer werden, dass die nichts tun müssten. In dem Bild, was ich gemalt habe mit 80-95% CO2-Minderung bis 2050, da ist die Verlagerungsstrategie eine ganz wichtige, die auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, die vor allen Dingen auch lokal stark beeinflussbar ist. Und dann muss aber der Bus und die Schwebebahn natürlich auch als Fahrzeug umweltverträglicher werden. Heißt jetzt Schwebebahn, nur Ökostrom. Was anderes kommt gar nicht in die Tüte, und zwar echten Ökostrom, nicht irgendwie Ökostrom, der mit Braunkohle gemischt ist. Das heißt für die Busse auch eine Effizienzsteigerung um den Faktor 3, 4 mehr, als es heute ist. Das heißt dann möglicherweise auch viel mehr Hybridbusse auf die Straße zu bringen, die die Kombination machen aus Elektromobilität und aus Dieselantrieb und an einer sehr sinnvollen Stelle Elektromobilität genutzt wird. Und dann kann man noch nach Solingen gehen und Busse mit Oberleitung sehen. Also will sagen, ja, das darf man alles nicht aus dem Blick verlieren, auch da ist viel zu tun. Wir haben jetzt hauptsächlich heute diskutiert über diesen Aspekt Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr, kurz MIV genannt, auf den Umweltverbund. Vielleicht zur Ergänzung, die Schwebebahn wird schon mit dem Grünstrom von WSW betrieben. Und ich sag mal, wir sind ja eine der Stadtwerke, also WSW Mobil, die in Zusammenarbeit mit dem VRR ja auch Modelle von Hybrid ausprobiert. Die Erfahrungen sind zurzeit noch nicht so positiv aufgrund der Topografie. Ich war jetzt gerade vorletzte Woche auf der Speichermesse in Düsseldorf, habe mir da unter anderem auch einige Hersteller angeguckt, die versprechen, sie kriegen in Wuppertal einen reinen Batteriebus auf die Straße. Wir haben Visitenkarten getauscht, die werden von mir eingeladen in den Dialog mit das Unternehmen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, auch neuere Entwicklungen dann wirklich auch im Modell hier auf der Straße auszuprobieren. Ich finde, Wuppertal ist die Topografie, wo man es ausprobieren muss. Hier entscheidet sich, klappt das oder klappt es nicht. Wenn es in Wuppertal geht, geht es überall. Und wir machen auch nicht nur die Schwebebahn mit Ökostrom, sondern auch die Seilbahn. Vielleicht darf ich noch was sagen, dass der emissionslosen Mobilität natürlich Vorrang gewährt werden muss, ist, versteht sich ja eigentlich auch von selber. Nur, was ich auch sagen wollte, der ÖPNV muss trotzdem die Hauptlast tragen. Also das Problem entsteht beim Auto und ich mache mir Gedanken, wie will ich erstmal den Autoverkehr von der Straße wegkriegen. Dass natürlich der ÖPNV nicht emissionslos ist, ist natürlich klar, aber es ist mir wichtiger, dass eben nicht die Mehremissionen beim Autoverkehr entstehen. Im Übrigen könnte man natürlich auch darüber nachdenken, Zubringer- und Wegbringerverkehre mit dem Fahrrad zu kombinieren. Also da wäre vielleicht auch für die WSW ein neues Geschäftsfeld, solche Fahrradverleihsysteme. Also ich komme aus Mainz und in Mainz funktioniert das sehr gut mit diesem Fahrradverleihsystem. Und ich denke mal, das könnten auch zukünftige Geschäftsfelder sein für die Verkehrsunternehmen. Und wäre wichtig. Ja, dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Okay. Ja, mein Name ist Jörg Werbeck vom Verkehrsclub Deutschland. Ich habe direkt an das gerade genannte Stichwort eine Ergänzung, und zwar die Verknüpfung. Wir leben hier unten in der Talachse in einem sehr dichten, bewohnten
besiedelten Gebiet, wo viele Dinge nah beieinander liegen. Es gibt aber auch im Stadtgebiet Wuppertal zwischen den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal Zonen, die fast so wie das Hochsauerland sind. Das heißt, wenn man irgendwo Richtung Morsbachtal wohnt oder allein hinter Suttberg, da ist man so hinterm Berg im wahrsten Sinne des Wortes, da macht der ÖPNV eigentlich gar keinen Sinn. Denn für die drei Leute, die da wohnen, einen kompletten Bus, einen langen Bus fahren zu lassen, ist ein herber Scherz. Und mein Wunsch wäre, wenn wir also vom Bürgerticket reden oder auch solchen Dimensionen, die wir ja schon dort haben, das sind ja diese Bürgerbusse, die dann aufgrund von, also die müssten ja mit in dieses Projekt mit hinein, müsste man auch da gerade die Schnittstelle des ÖPNV zum Fahrradverkehr oder anbietenden Verkehrs, der könnte ja auch mit Park und Ride zum Bus sein, so gut durchdacht sein, dass das Bürgerticket da noch mehr Sinn macht. Und das ist eigentlich so mein Wunsch in der Idee, dass man beim Bürgerticket das Netz oder die Idee selber nicht so klein auf diesen Tarif begrenzt, sondern tatsächlich darüber hinausgeht, um zu erreichen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer effektiv auch ans Ziel kommen. Denn das ist hier nicht immer so der Fall. Herr Mayer. Also Herr Werbeck, ich gebe Ihnen da ausnahmsweise mal recht, auch wenn wir sonst nicht immer einer Meinung sind, aber Sie haben völlig recht, das ist ein Riesenproblem, wobei ich glaube, dass der Begriff ÖPNV nicht so eng zu sehen ist, wie wir ihn vielleicht heute gebrauchen. Da gibt es ja durchaus interessante Konzepte, die auch in Wuppertal teilweise schon betrieben werden, Thema Taxibus zum Beispiel, also im Grunde genommen das Anrufsammeltaxi 2.0, wenn man so möchte. Und das ist natürlich eine Reaktion auf genau solche siedlungsstrukturellen Situationen, wo man sagt, nee, da rechnet es sich nicht mit dem, keine Ahnung, Gelenkbus da durch die Gegend zu kariolen, geben die Straßen übrigens auch nicht her, ist also nicht nur eine Frage der kritischen Masse, die dort oben wohnt, sondern auch der Platzverhältnisse. Ich wollte auch noch was zu sagen, was Stefan Birk eben gesagt hat. In der Tat, es gibt, was die heutigen Antriebskonzepte anbetrifft, eine klare Korrelation zwischen Schadstoffbelastungen, also insbesondere Feinstaub, PM10, PM2,5 und Stickoxiden und auch dem ÖPNV, weil wir haben, wenn man mal von der Schwebebahn absieht, eine Busflotte, die zwar mittlerweile zu großen Teilen aus Euro 5 und besonders effizienten Fahrzeugen besteht, die aber dennoch signifikant viel Stickoxid zum Beispiel ausstoßen. Wir haben seit Wuppertal seit einigen Jahren valide keine Feinstaubproblematik, PM10-Problematik mehr insofern, dass die Überschreitungstage nicht mehr gerissen werden, also diese magischen 35. Wir haben aber nach wie vor ein signifikantes Stickoxidproblem, was wir auch übrigens selber nicht mit eigenen Mitteln werden lösen können. Insofern, und da ist es auch zwingend erforderlich, dass wenn wir über den ÖPNV der Zukunft reden, eben auch über andere Antriebskonzepte reden. Dietmar Bell hat es gesagt, Hybridbusse in unserer Topografie sind schwierig. Die funktionieren, wie man hört, in Düsseldorf beispielsweise, was ja nun bekanntlich überwiegend flach ist, ganz gut. Aber mit unserer Topografie kommen die an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die Industrie verspricht seit 30 Jahren die Brennstoffzelle. Wir warten bis heute vergeblich auf das Thema. Also da wird es auch erforderlich sein, dass dann die besagten Bushersteller, die Dietmar Bell ihre Visitenkarten in die Hand gedrückt haben, dann auch wirklich mal Farbe bekennen und sagen, okay, was ist denn für so eine Topografie wie in Wuppertal, die ich mal jetzt mal als Benchmark setzen würde, was ist denn da ein geeignetes Antriebskonzept? Und da bin ich mal gespannt, was uns dann in den nächsten Wochen und Monaten so vorgestellt wird. Wuppertal ist in der Fachszene vor 30 Jahren total berühmt gewesen für diese flexiblen Bedienungsformen im öffentlichen Verkehr, weil es ja einen Professor gab, Herr Fiedler, der jetzt schon lange im Ruhestand ist, der dazu wissenschaftlich gearbeitet hat. Und ich kann diesem Grundansatz nur zustimmen, den ÖPNV als erweitertes System zu verstehen, nicht nur Bus und Schwebebahn im Blick zu halten, sondern auch, was du gesagt hast, die Fahrradverleihsysteme dazu und das Anrufsammeltaxi und den Bürgerbus und den Rufbus und dann fallen einem noch viel mehr ein und die Seilbahn natürlich. Und diese
Systeme, die Einzelkomponenten als Gesamtsystem zu sehen und auch dieses Wissen, was mal hier, also wirklich deutschlandweit führend war, das wieder zu reaktivieren und weiterzuführen und dann sich vielleicht als Ambition mal vorzunehmen, Wuppertal als, ich sage jetzt mal, Expo-Stadt von einer anderen Form von öffentlichem Nahverkehr zu entwickeln. Also wo wirklich mal die ganze Breite vom Aufzug über die Seilbahn, über den Hybridbus, über den Elektrobus mit moderner Technik, Ökostrom, Schwebebahn, also alles, was man sich so vorstellen kann, hier mal als Idealpuzzle realisiert wird, hingestellt wird, vorgeführt wird und dann die Japaner und Chinesen und Franzosen und Italiener und Engländer einzuladen nach Wuppertal und sich mal anzuschauen, was geht unter widrigen Bedingungen und wenn es in Wuppertal geht, geht es überall. Das wäre dann so der Spruch von Wuppertal, lernen heißt siegen lernen. Man hat mir jetzt das Mikrofon gegeben. Mein Name ist Rolf Boy. Meine Vita ist ungefähr ein wenig ähnlich, zumindest in den Funktionen, was Herrn Bell betrifft. Ich bin auch Mitglied im Landtagsverkehrsausschuss, bin auch Mitglied in einem Aufsichtsrat eines kommunalen Verkehrsunternehmens in einer ungefähr gleichgroßen Stadt, die zwar keine Schwebebahn, aber Straßenbahn und U-Stadtbahn hat. Und was erstmalig sehr positiv hier heute finde, sind, dass tatsächlich auch von realistischen Kosten ausgegangen wird. Manche Diskussionen sagen einfach Bürgerticket 10 Euro, 20 Euro, irgendwie wird das ja schon genügen. Wir wissen selber, dass die Kostenstruktur der öffentlichen Verkehrsbetriebe ganz anders, ganz exorbitant höher sind. In meiner Stadt fahren ein Drittel aller Busse noch in die Umweltzone, die wir haben, mit Sondererlaubnissen. Das heißt, die Stadt gibt sich selber Sondererlaubnisse, damit sie mit dreckigen Bussen im Prinzip durch die Innenstadt fahren kann. Ist geschuldet letztendlich, dass praktisch ein neuer Bus einen höheren Millionenbetrag erfordert und dass natürlich eine Umstellung einer gesamten Flotte im Prinzip kaum bezahlbar ist, weil am Ende das wieder auf die Fahrpreise niederschlagen würde. Deshalb auch die Frage, am Ende standen wir selber davor, einzelne Linien im Prinzip nicht einzustellen, weil sie zu teuer waren, sondern weil sich auch die ökologische Frage stellt, wenn dann abends zwei Leute mit einem Bus fahren, ist das auch nicht ökologischer, als wenn man die tatsächlich mit anderen Verkehrsmitteln fahren lässt. Das ist eine Frage letztendlich der Mobilitätskette. Aber ich glaube, was heute gar nicht angesprochen wurde, ist die Diskussion auch tatsächlich der Sozialverträglichkeit und der Akzeptanz in der Art, denn realistischer Preis dieses Bürgerticket Roundabout war um die 50 Euro. Das heißt, um die 50 Euro, das war der Betrag, den ich mir eben auch aufgeschrieben habe, bei allen Personen ab 18 Lebensjahr, ab dem 18. Lebensjahr. Damit wird es finanzierbar sein, auch die Mehrverkehre. Nur, das ist der Unterschied bei dem Beitrag an die Frau Rechtsanwältin, zu den Gebühren im Prinzip für Rundfunk und Fernsehen. Ob es im tiefsten bayerischen Wald oder in München, ob es in Köln oder irgendwie im Hochsauerlandkreis wohne, das Fernsehprogramm ist dasselbe. Da kann ich alle überall in allen Kabelprogrammen dieselben öffentlichen Sender sehen. Wenn ich aber praktisch dann ein Ticket habe, ein Ticket gegen meinen eigenen Willen, muss ich entweder mit ganz differenzierten Preisen operieren und da kommen wir wieder genau in die Diskussion, was ist gerecht rein, oder es nimmt einen Einheitspreis und da sagt hier jemand, bei mir fährt der Bus dreimal am Tag und der andere in der Kölner Innenstadt fährt die Stadtbahn alle zwei Minuten. Das sind Unterschiede, wo es schlechterdings nicht denselben Preis nehmen kann. Dann werden wir direkt wieder die Frage stellen, was ist letztendlich sozial verträglich? Es ist ein Preis von 50 Euro für die alleinerziehende Verkäuferin sozial verträglich. Ich könnte es zahlen, Sie vielleicht auch, aber andere Leute verdienen 50 Euro tatsächlich viel Geld. Und es ist ja nicht so, dass jeder, zumindest in den großen Städten, ein Auto hat, viele Leute fahren und nicht nur in Münster tatsächlich nur mit dem Fahrrad. Und dann, wenn wir anfangen, dann Sonderausnahmetatbestände zu schaffen, dann ist wieder der Gedanke des solidarischen Tickets im Prinzip tatsächlich wieder dahin. Andererseits ein Preis von 50 Euro, der tatsächlich notwendig wäre, ist im Prinzip eine extrem schwierige Frage der sozialen Vermittlung und ob das wirklich auch sozial und ausgeglichen ist. Wie gesagt, ich habe da mindestens persönlich auch meine Zweifel. Ich war direkt angesprochen, deswegen direkte Antwort. Also ich will jetzt keine Debatte über einen Rundfunkbeitrag hier anzetteln, aber ich persönlich darf dazu sagen, dass ich den jetzigen Rundfunkbeitrag sehr hoch finde, insbesondere da kaum mehr einer öffentlichen Rundfunk guckt. Ich muss es mal sagen, wie es ist. Das hören die Rundfunkanstalten nicht so gerne.
Ich war, da, zu den Zahlen sagen Sie noch was, aber es waren ja mehrere Modelle hier auch da und ich darf auch darauf hinweisen, die alleinerziehende Mutter, die Fahrrad fährt, ist jetzt auch nicht wirklich die Regel. Also die meisten sind ja gerade diejenigen, die sich unter Umständen kein Auto leisten können, die im Moment sich auch die Fahrkarten kaufen und Fahrkarten kaufen müssen, weil sie vielleicht so... Ja, mag sein. Also wie gesagt, die Struktur kenne ich nicht genauso gut, die Preise kenne ich nicht genauso gut, aber da wird man sicherlich auch schon in Bereiche kommen, wo es, sage ich mal, für ein Auto nicht reicht, aber auch für ein Sozialticket auch schon gerade nicht mehr. Und da sehe ich schon auch eine soziale Ungerechtigkeit. Also ich glaube nicht, dass das System, wie es jetzt ist, in jedem Fall so gerecht ist. Vielleicht müsste man darüber auch nochmal diskutieren, ob die Preisgestaltung im Moment tatsächlich sozialverträglich ist. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Aber ich bin nicht die Herrin der Zahlen, ich wollte nur kurz auf den Rundfunkbeitrag reagieren. Ich hatte in meinem Beitrag ja auch darauf hingewiesen, dass ich es prinzipiell begrüße, dass wir uns Gedanken machen über eine nachhaltige Finanzierung des ÖPNVs, dass die Frage, was dann aber auch Akzeptanz hat, aus meiner Sicht eine gesellschaftspolitische Debatte ist. So, und da finden natürlich genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, Berücksichtigung. Wir sind hier in Wuppertal eine Stadt mit 48.000 Menschen, die in Bedarfsgemeinschaften leben, um die Größenordnung zu beschreiben. So, natürlich ist eine Diskussion über die Einführung eines Bürgertickets immer auch gekoppelt mit der Frage, welche Auswirkungen hat das auch in Verteilungssituationen, auch innerhalb dieser Stadt, und wie kann sich oder wie können sich auch Menschen, die unter Armutsbedingungen in dieser Stadt leben, dann entsprechend auch partizipativ daran beteiligen. Das Problem aktuell ist, dass in den Bedarfsgemeinschaften aktuell aber die Frage natürlich der Nutzung des ÖPNV sich auch stellt. Deswegen war ja die Frage Sozialticket auch eine, die uns im Landtag ja auch recht intensiv befasst hat. War natürlich die Frage Mobilität für Menschen, die unter eher prekären Einkommensbedingungen leben, eine ist, die auch mit der Frage gesellschaftlicher Teilhabe zu tun hat. Also dieses Problem ist ein Punkt, der uns natürlich immanent auch befassen wird, und das ist eine der Debatten, der sich ein solches Konzept natürlich auch stellen muss. Also das werden spannende Debatten werden. Auch die Frage, die Sie angesprochen haben, mit der Frage Verteilung ländlicher Raum und innerstädtische Räume. Ich habe es ja für Wuppertal deutlich gemacht, Sie haben es ja auch aufgegriffen, ne? Die Frage, wie ist denn die ÖPNV-Anbindung allein in der polyzentrischen Struktur in Wuppertal? Und wer hat denn die Chance, aktuell ÖPNV zu nutzen, ist auch in dieser Stadt extrem ungleich verteilt. Das hat einfach auch was mit der Frage auch der Struktur der Stadt zu tun. Ich wohne eine Viertelstunde vom Barmer Bahnhof zu Fuß. Ich gehe morgens zum Barmer Bahnhof, setze mich in den Regionalexpress und düse nach Düsseldorf in den Landtag. Ist super, gibt keine bessere Verbindung. Aber wenn Sie oben in Sudberg wohnen und dann erstmal eine Dreiviertelstunde brauchen, um irgendwo dann an den Bahnhof ranzukommen, um überhaupt einen Parkplatz da zu kriegen, da kommt ja auch noch dazu. Also da sind ja eine Reihe von Problemen, die da eine Rolle spielen, die man dann, finde ich, auch miteinander im Dialog erörtern muss, weil diese Fragen werden kommen. Also wenn man ein solches Konzept wirklich offensiv verfolgt, werden genau diese Fragen kommen. Das wird nie eine einfache Debatte werden, weil es eben die Frage Solidarität und die Inanspruchnahme von Solidarität eben auch immer aus der eigenen Sicht betrachtet wird von Menschen, die in der Debatte eben dann auch sehr unterschiedlich von bestimmten Vorstellungen betroffen sind. Trotzdem finde ich es lohnend, so Debatten zu führen, weil sie machen aus meiner Sicht deutlich, wir können uns auch nicht mehr länger um die Frage Finanzierung des ÖPNVs rumdrücken. Also das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Und deswegen glaube ich, ist es gut, so Debatten miteinander zu führen und nach Lösungen um Lösungen zu ringen, damit wir in der Perspektive die Klimaschutzziele, die Sie angesprochen haben, Herr Professor Reuter, in der Perspektive auch erreichen. Ich schließe mal an Herrn Bell an. Ich finde auch, dass dieser Fragenkreis wichtig ist für eine öffentliche Diskussion, um dann zu demokratischen Entscheidungen zu kommen, ob eine Stadt oder eine größere Raumeinheit sowas haben will. Es gibt ja Muster für sowas. Wenn Sie zum Beispiel an die Gebühreneinzugszentrale denken, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, der Gebührenbeitrag. Wenn Sie ein armer Mensch sind, dann gibt es Formulare, auf denen Sie eine Befreiung beantragen können dafür. Das setzt ja nicht das grundsätzliche Modell
des Beitrags für die Rundfunkgebühr außer Kraft, eröffnet aber einen Weg mit dieser Frage von sozialer Gerechtigkeit. Spezifisch umzugehen, ja, ja. Solche Modelle gibt es auch in anderen Bereichen, dass es Heizkostenzuschüsse gibt oder dass es unter dem Stichwort Energiearmut sozial gerechtere oder sozial angemessenere Lösungswege gibt, was die Stromkosten angeht. Ich will jetzt gar nicht für irgendein spezielles Modell werben. Ich will sagen, dass diese Frage sehr wichtig ist für die öffentliche Diskussion, um zu einer demokratischen Mehrheit zu kommen. Und dass für die Frage von grundlegender sozialer Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, die sich dann auch am Punkt der Mobilität manifestiert, dass die grundlegende soziale Ungerechtigkeit nicht lösbar ist über das Bürgerticket, aber bearbeitet und aufgenommen werden muss dann in der praktischen Ausformung des Ganzen. Und das ist auf dieser langen Liste, die wir jetzt schon zusammengetragen haben, von diesen ganzen praktischen Problemen, mit denen man sich rumschlagen muss, wenn man diesen einfach klaren Gedanken, Semesterticket für alle, ÖPNV, Flatrate, wenn man den einmal zu Ende denkt. Ein paar Fragen. Ich würde darum bitten, das wirklich kurz zu fragen und kurz zu beantworten. Und die Politik muss leider draußen bleiben. Guten Abend, mein Name ist Harald Pauli. Ich bin vom Beruf Verkehrsplaner und bin für die Linke im Verkehrsausschuss in Wuppertal. Habe ich mich da versprochen jetzt? Es kam am Anfang schon mal ein Wortbeitrag, da ging es darum, dass am idealsten eigentlich eine Art richtiger Nulltarif wäre. Ist dann sehr schnell klar geworden, so einfach geht es nicht. Das käme dann ja nur, wenn man es für eine Stadt machen würde, für Wuppertal, käme es nur den Leuten zugute, die innerhalb des Stadtgebietes fahren würden. So, dann ist später die Diskussion in die Richtung gegangen, ja, eigentlich braucht man eine landesweite oder besser sogar eine bundesweite Lösung. Ist, meine ich, auch nicht zielführend. Wenn man auf sowas warten würde, wartet man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Deswegen meine Anregung, man sollte sehr stark darauf achten, dass man irgendwie eine VRR-kompatible Lösung für ein Bürgerticket findet. Es könnte ungefähr so aussehen, jeder Einwohner bekommt ein persönliches Ticket 2000 für Wuppertal und wer damit nicht auskommt, weil er eben Auspendler ist oder regelmäßig eben in zu anderen Zielen fährt, kann dieses Ticket dann gegen den entsprechenden Aufpreis ganz einfach umtauschen gegen ein höherwertiges Ticket. Das heißt, das Bürgerticket käme jedem Einzelnen zugute, der in Wuppertal wohnt, und trotzdem hätte man eben alle Optionen, auch das Ticket zu erweitern. Ich bitte einfach mal so in diese Richtung weiter drüber nachzudenken. Danke. Ja. Ich bin Duisburger Bürgerin, bin arbeitslos und ich finde das auch ganz sinnvoll, an dem Konzept zu arbeiten von einem Bürgerticket. Ich habe da allerdings so Probleme mit der Akzeptanz. Also ich möchte da irgendwann mal in 50 Jahren auch so aufwachen und die Insel der Seligen dann sehen. In Duisburg ist es so, dass wir für Straßenbahnfahrer, die eine Ausbildung machen, die Hälfte der Leute wieder abspringt, weil sie angepöbelt werden und ganz, ganz mies bezahlt werden. Da kriegen sie also für die rappeligen Straßenbahnen, die wir da haben, nur noch knapp die Fahrer zusammen. Wenn sie abends spät in die Bahnen gehen würden, die dann nur noch alle halbe Stunde fahren, wo sie dann rammelvolle Bahnen dann haben, weil das so selten ist, dann sind sie froh, wenn sie schwarze Sheriffs damit dabei haben, weil ihnen ungemütlich wird bei dem, was dann da so sich sammelt, und das ist einfach nicht so, dass die normalen
gut zahlenden Leuten, die tagsüber fahren, dass sie denen abends zumuten würden, in Duisburg in die U-Bahn oder in die Außenbezirke dann zu fahren. Weil da geht die Post ab. Und ich frage mich, wie sie das mit einem Bürgerticket irgendwie, wie sie da die Leute dann da reinkriegen. Da ist so viel Armut und so viel Gewalt. Ja, aber die Leute benutzen das. Und Herr Mayer wird da ja, gerne antworten. Ich versuche mal eine Antwort, auch wenn gerade schon der Einwand gekommen ist, das sei ein anderes Thema. Gegenthese. Möglicherweise erhöht ein Bürger, würde ein Bürgerticket ja die gesellschaftliche Akzeptanz von ÖPNV erhöhen. Ich nehme mal das zugegebenermaßen jetzt etwas abenteuerliche Gegenbeispiel Schweiz. Wenn Sie sich in Städten wie Zürich beispielsweise bewegen, da sitzt, ich sag mal, der Sozialhilfeempfänger neben dem Banker und für beide gehört es zum guten Ton, ÖPNV zu benutzen. Also das, ne, dieses Selbstverständnis geht auch anders. Insofern Gegenthese, ich behaupte nicht, ob die zutrifft, aber Gegenthese, Bürgerticket könnte auch die gesellschaftliche Akzeptanz von ÖPNV erhöhen. Eben weil mehr Menschen, auch andere Einkommensschichten, sage ich jetzt mal, oder andere soziale Schichten, dann in die Lage versetzt werden würden, den ÖPNV vielleicht zu benutzen. Ja, Christian Gebel aus Dortmund. Zunächst einmal möchte ich mich bei dem Landtagsabgeordneten hier im Publikum bedanken. Ich habe das eben so verstanden, dass das Sozialticket auch über 2015 hinaus dann wohl gesichert ist. Das würde mich sehr freuen. Dann habe ich einfach mal ein paar Fragen zu den Zahlen an Gregor Waluga. Wir hatten vorhin von 69 bis 78 Euro pro Haushalt dort lesen können. Das war auch wirklich pro Haushalt oder war das pro Person? Pro Haushalt, danke. Dann waren die Zahlen für 2020 gerechnet. Das heißt, da auch schon die jährlichen, also zu dem Geldwert, zu dem Zeitpunkt oder zum jetzigen Geldwert? Vielleicht unmittelbar dazu. Nein, das war nominal gerechnet. Das heißt, um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, weil ich habe ja bis 2050 gerechnet und 100 Euro 2050 kann sich heute keiner vorstellen, was das dann sein wird. Und da ist auch die Inflationsrate unsicher. Also zum jetzigen Zeitpunkt dann? Genau. Okay, danke. Dann war da ja wohl die Querverbundfinanzierung rausgerechnet und da wollte ich dann ganz gerne wissen, wie viel denn die Energiekosten pro Person oder pro Haushalt dann sinken würden. Wir haben ja jemanden hier von WSB da, das dürfte sich ja dann kurz darstellen lassen. Ich bin da kurz in der Doktorarbeit drauf eingegangen, was das denn an externen Effekten hätte, wie viel pro Bürger im Endeffekt jemand entlastet werden würde, wie auch immer. Ja, das liegt uns hier gerade nicht vor. Dann wollte ich nur fragen, wie viele Fahrrad, also ich komme nicht aus Wuppertal, wie viele Fahrradverleihstationen es denn hier in Wuppertal gibt und ob die dann für Zeitfahrkarteninhaber kostenlos zu benutzen sind, so wie das in anderen Städten der Fall ist und wie viele Kilometer Radweg es hier gibt. Zu den Fragen WSW, ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Aufstellung des Unternehmens man nicht davon ausgehen kann, dass wenn im Querverbund hier keine Finanzierung mehr in den ÖPNV erfolgen muss, es sich rein entsprechend auswirkt auf den entsprechenden auf die entsprechenden Energiekosten, weil die Finanzierung dieser 45 Millionen, die das Unternehmen entsprechend aus den Gewinnen hereinschiebt, aus völlig unterschiedlichen Geschäftsfeldern entstehen. Es ist nicht die reine Energiemarge, die da ist, sondern wir reden über ganz unterschiedliche Geschäftsfelder, die entsprechend überhaupt zu dem Ergebnis beitragen. Da waren die auch einfach in der Debatte davor, diese Vereinfachung entsprechend zu ziehen. Die Energiepreise der WSW sind marktgerecht, weil man ansonsten auf dem Markt auch überhaupt gar keine Chance hätte, Kunden mehr in der Perspektive zu halten. Letztlich ist, wenn Gewinne da sind, ist eine Entscheidung der Gesellschafter,
ich bin kein Ratsmitglied, also der Mitglieder des Rates, da sitzen ja auch einige hier, über die Frage von Gewinnverwendung und Ähnlichem dann zu entscheiden. Das will ich mir jetzt hier nicht anmaßen, als Aufsichtsratsvorsitzender das entsprechend zu tun. Bei der Frage Fahrradverleih kann ich sagen, in Wuppertal gibt es aktuell keinen Fahrradverleih. Das doch. Am Mörker Bahnhof, okay. Aber nur Sonntag. Aber ich realistisch jetzt eigentlich, sag ich mal, das Klassische, was man meint, man kommt in Wuppertal am Bahnhof an und da stehen Bikes, die entsprechend dann in der Stadt genutzt werden, das gibt es aktuell nicht. Im Moment noch nicht, weil die Frage wird in der Perspektive eben sein, der Umbau Döppersberg läuft ja gerade, wenn Sie aus Dortmund angereist sind, hoffentlich mit ÖPNV, dann haben Sie ja die Großbaustelle gesehen und natürlich muss da eine Antwort auch innerhalb der Großbaustelle gefunden werden, wie in der Perspektive dann auch mit Radkonzept und mit der Frage umgegangen wird, wie man dann eben auch mehr Menschen dann unmittelbar auf die Räder bekommt. Ich will das gerne noch ergänzen. Also die Frage mit den Radwegelängen ist so einfach nicht zu beantworten, weil es natürlich eine ganze Reihe von Radwegen unterschiedlicher Ausprägung gibt. Das reicht vom Schutzstreifen, der eben, ne, die Spezialisten werden jetzt sagen, aber das ist im verkehrsrechtlichen Sinne ja kein Radweg. Dennoch ist es ein Angebot für Radfahrerinnen und Radfahrer, sich durch die Stadt zu bewegen, bis hin zum, ich nenne ihn mal High-End-Radweg, Nordbahntrasse. Insofern, wir haben, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, ja, wir haben Nachholbedarf, was das Thema Radwege anbetrifft. Deswegen, Dortmund auch, ja, Dortmund auch höre ich gerade, genau. Aber nichtsdestotrotz, man muss immer mal gucken, von wo wir kommen. Herr Professor Reuter hat es eben gesagt, von unter 1% Model Split im Jahre 2,2 sind wir im Moment in einer Situation, also wir haben jetzt nicht jetzt aktuell vor, die nächste Verkehrsbefragung zu machen, weil die letzte war es vor 3 Jahren, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir, wenn wir die nächste machen werden, sich dieser Model Split des Radverkehrs, ich bin jetzt mal so kühn, vervielfacht hat. Also ich persönlich rechne zwar immer noch mit dem einstelligen Bereich, aber der wird sicherlich um Faktor 3, 4, 5 über dem heutigen liegen. Das ist im Vergleich zu Fahrradstädten wie Münster immer noch wenig, aber in der Tat, die Frage ist ja, von wo aus startet man? Und ich habe eben schon mal das Ressourcenthema angesprochen, also mit 20.000 Euro Budgetmitteln, die wir im Jahr zur Verfügung haben für das Thema Radweg, kommen sie nicht wirklich weit. So, das heißt, deswegen sind wir eben auf Kooperationen angewiesen, wie im Fall der Nordbahntrasse beispielsweise, mit dem Ehrenamt, wie in vielen anderen Arbeitszusammenhängen mit dem ADFC, beim Runden Tisch Radverkehr, wo gemeinsam Ideen geboren werden, die für wenig bis gar kein Geld im Zweifelsfall umsetzbar sind, wo auch gemeinsam überlegt wird, Mensch, man hat, wenn man mal die schöne Situation hat, dass man eine Straße erneuern kann, wie teilen wir denn das Straßenprofil hinterher neu auf? Wird das so wie vorher oder sehen wir beispielsweise Angebotsstreifen vor oder sogar echte Radwege? Das hat bei den Straßenerneuerungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben in Wuppertal, in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen dazu geführt, dass wir entsprechende Angebote gemacht haben, die auch, das kann man gut sehen, in der Stadt auch intensiv angenommen werden. Guten Tag, mein Name ist Patrick Spandück. Ich bin etwas nervös, jetzt hier zu sprechen. Ich bin Student aus Wuppertal, begeisterter Nutzer des Studententickets. Ich muss erst mal sagen, Wuppertal hat mit den besten ÖPNV, den ich je erlebt habe. Ich bin ständig in anderen Städten unterwegs. Auch das Nachtangebot ist hervorragend. Es gibt auch nie, ich habe nie in den Nachtexpressen Probleme erlebt. Das ist da irgendwie Krawalle oder Ähnliches gibt, wie es das vielleicht in anderen Städten geben soll. Und also Wuppertal ist bestimmt nicht umsonst in den unter den Städten, 5 Städten, die höhere Tarife haben als die anderen Städte im Umland. Nun zu meiner Frage, wie stehen die Chancen für die Durchsetzbarkeit der landespolitischen Grundlagen, damit Städte dann in Feldversuchen quasi im demokratischen Wettbewerb so etwas einführen dürfen wie Bürgertickets. Das ist meine eigentliche Frage. Und dann hatte ich noch ein paar Anmerkungen. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung etwas eingelesen. In Tallinn
wurden, habe ich in der FAZ gelesen, in den ersten 2 Monaten wurde der ÖPNV 6% mehr genutzt nach Einführung des kostenlosen Nahverkehrs für alle. Das ist natürlich nicht viel, aber es sind auch nur 2 Monate. Inzwischen gibt es da schon ein Jahr. Ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Und es gab in den ersten 2 Monaten schon 15% weniger Autoverkehr. Und in dem belgischen Ort, der zuerst 98 den freien Verkehr eingeführt hat, gut, das ist eine Kleinstadt mit 75.000 Einwohnern, da wurden ganze Straßen zurückgebaut, nachdem der ÖPNV frei wurde. Also ich denke, da lässt sich durch die Straßenabnutzung einiges sparen. Da müsste finanzielles Potenzial da sein. Denn da gab es auch Widerstände bei der Einführung, aber die Leute haben sich gut damit abgefunden. In Tallinn, eine Stadt mit 520.000 Einwohnern, haben jetzt ein anderes Problem oder vielleicht auch kein Problem. Da lassen sich reihenweise Leute eingemeinden. Also Pendler, die sich in Tallinn die wirklich nach Tallinn ziehen, was für die Stadt ja auch mehr Steuern bedeutet, um davon profitieren zu können. Ich weiß jetzt, und man soll in den Städten Riga, Vilnius und auch in Finnland zum Teil, meine ich, überlegen, ob man dieses Modell aus Tallinn übernimmt. Man beobachtet das da sehr genau. Ja, ganz kurz noch. In Tübingen überlegt man, wollte ich noch kurz anmerken, schon den Tarif sozial zu staffeln. Dass also nicht alle das Gleiche zahlen für das Ticket, sondern wirklich dann je nach Einkommen gestaffelte Tarife eingeführt werden sollen. Und der letztendlich ist ja, ja, okay, das reicht. Danke. Herr Bell, möchten Sie kurz noch was zur Landesebene sagen? Ob das eine Durchsetzungschance hat, sich landesrechtlich durchsetzen zu lassen, das wird die politische Debatte zeigen. Die Frage wird ja sein, aus wie vielen Städten kommen Initiativen, hier überhaupt initiativ zu werden? Wird das Thema dann wirklich ein landespolitisches Thema mit Bedeutung? Das wird dann auch ein Abwägungsprozess sein, wie man sich dieser Debatte prinzipiell entsprechend stellen wird. Das wird so sein. Herr Boy ist im Verkehrsausschuss, er hat entsprechend hier auch entsprechend vorgetragen. Das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt abschließend nicht beurteilen wollen. Das ist eine der Fragen, wenn wir uns über zukünftige Finanzierungsfragen ÖPNV auseinandersetzen, die sicherlich eine Rolle spielen wird. Und diese Fragen werden wir auch beantworten müssen, weil ich glaube, wir kommen aus dieser Frage nicht heraus, Lösungen zu finden. Wir haben die Schuldenbremse ab 2020. Das heißt, die Frage, inwieweit es auf der Landesebene Möglichkeiten gibt, eben entsprechende Investitionen nachhaltig in den Unterhalt des ÖPNVs hineinzugeben, ist aus meiner Sicht nicht weiter ausdehnbar. Und deswegen müssen, wenn die Erwartungshaltung steigen aus den Kommunen heraus und von den Menschen in den Städten heraus, diese Fragen diskutiert werden. Aber das, dieser Debatte will ich jetzt nicht vorgreifen. Frau Böthe, ich habe ja nicht gesagt, dass ich jetzt nicht diskutieren will, aber Sie haben auch heute ja zur Kenntnis genommen, dass es sehr, sehr viele offene Fragen in diesem Zusammenhang gibt. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe ja überhaupt kein Problem, die Debatte zu führen. Ich fand heute Sie nur wohltuend sachlich. Und in der Abwägung auch von für und wider, das waren einfach aus meiner Sicht, war das heute hier eine qualitativ gute Debatte. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch angemessen zu sagen, diese Debatte werden wir natürlich auch weiterführen. Die Frage ist eben, mit welchem Ergebnis? Eine ganz kurze Bemerkung dazu, sei mir noch erlaubt. Eigentlich verstehe ich nicht so ganz, warum der Landesgesetzgeber sich damit so schwer tut. Es geht ja um eine Ermächtigung an Gemeinden, ihre Selbstverwaltung wahrzunehmen. Insofern, der Landesgesetzgeber ist ja noch nicht mal der Buhmann. Die Gemeinden müssen ja dann tatsächlich diese Konzepte vorlegen und auch verabschieden. Es ist ja nur ein Möglichmachen. Bei der Frage, wie ÖPNV in der Perspektive in Nordrhein-Westfalen strukturiert werden soll, ist natürlich auch die Frage,
in welcher Struktur wollen Sie im Grunde Verkehre auch anbieten? Das, was zurzeit auch an neuen Verkehren diskutiert wird, ist alles im Grunde verkehrsverbundübergreifend. Also wenn wir den RAX diskutieren als neue Linie, die entsprechend gebaut wird, das heißt, wir haben hier eben in Nordrhein-Westfalen nicht die Situation in Berlin, wie mit einer entsprechenden Übereinkunft, dass Stadt und Land eine gleiche Gebietskörperschaft darstellen, sondern die Frage, wie in Nordrhein-Westfalen in der Perspektive ÖPNV auch letztlich so abgewickelt wird, dass keine Inseln entstehen, die aus unserer Sicht eben für die Frage auch der Handlungsfähigkeit und der Anbietung von ÖPNV in Nordrhein-Westfalen nicht hilfreich sind, ist eine Frage, die aus meiner Sicht gelöst werden müsste, um so eine Debatte ernsthaft dann nach vorne zu treiben. Ich klaue mir jetzt einfach die letzte Frage und ich würde von Herrn Mayer gerne wissen, wenn Sie jetzt morgen zum Vorstand des VR gehen und sagen, ich hätte gerne 350.000 Ticket 2000, was für einen Preis würde der wohl aufrufen? Ich könnte jetzt mit dem Brustton der Überzeugung irgendeine Summe nennen, 45,27 Euro. Die können Sie mir dann glauben oder nicht. Aber so eine Aussage oder so eine Ansage würde ja das Problem nicht lösen, denn der VR würde mich ja dann auch fragen, wie willst du das denn bezahlen? Hast du den Check vom Kämmerer mitgebracht? Und ich glaube, bei dem Thema braucht man nicht weiter einzusteigen. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre guten Fragen. Ihnen fürs wunderbare Beantworten, Ihre Geduld, Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine gute Heimreise und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Vielen Dank.